Welt geschwappt ist, haben die arabischen Staaten angefangen, Nationalstaaten zu bilden. Und wer sich das mal anschaut, wie zum Beispiel Syrien und Irak auf die Landkarte gekommen sind, wer sich anschaut, wie Jordanien entstanden ist. Jordanien wurde 1948 erst als Nationalstaat gegründet. Hast du dir mal den Vergleich angestellt zwischen der jordanischen und der palästinensischen Flagge? Gibt es keinen Unterschied. Ja, warum? Weil die damaligen Araber, die sich heute als Fake-Palästinenser outen, waren damals Transjordanier. Und kein sogenannter Palästinenser. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz was hier jemanden sperren, der hier. So. Kein Palästinenser hat bis 1967 auch nur eine Minute gegen Jordanien gekämpft. Obwohl Jordanien die Kontrolle über Jerusalem gehalten hat. Warum haben sie nicht gekämpft? Weil sie sich selber als damals noch nur als Araber verstanden haben und nicht als Palästinenser. Der Begriff Palästinenser ist erstmalig in den späten 60er Jahren von Yasser Arafat erfunden worden. Ja, und ich kann dir gleich mal eine Quote geben von einem palästinensischen Generalbrigadisten, Zuhair Mohsen. Der hatte nämlich 1977 für eine niederländische Zeitung etwas sehr, sehr, sehr Interessantes gesagt. 1974 hat die UN zum ersten Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen. Davor hieß es immer der arabische Widerstand. Und die Palästinenser, die heute da leben, sind keine Palästinenser. Es gibt so ein Volk wie Palästinenser nicht. Golda Meir, einer von den jüdischen Staatsträgern, hat recht, als sie damals in einem Interview sagte in den 60er Jahren, es gibt kein palästinensisches Volk und kein Land, das Palästina heißt. Ja, dass man diesen Menschen dazu schreiben könnte. Es gibt Araber und Juden, die auf dem britischen Mandatsgebiet Palästina gelebt haben. Und das Wort Palästina kommt aus dem Römischen. Die Römer haben das faktisch, diesen Namen auf Lateinisch, Palästina, erfunden, weil die Juden infolge ihres Unwohlseins gegenüber der römischen Herrschaft ein zweites Mal schon gegen die römische Herrschaft aufgestanden sind. Und die Römer haben zurückgeschlagen und wollten die Juden entwurzeln. Und dieses Gebiet, wo die Juden gelebt haben, hieß Judäa. Ja, und Judäa heißt nichts weiter als das Land der Juden. Genau. Und damit sie die Juden disconnecten, also trennen von ihrer religiösen und physischen Heimat, haben sie Judäa umgeändert in die Provinz Palästina. Ja, Ja, ja. Ich und hatte. das war der Grund, warum überhaupt die Briten diesen Begriff übernommen haben und dann britisches Mandatgebiet Palästina genannt haben. Aber in Wirklichkeit gab es jüdische Königreiche, es gab jüdische Herrschaft, es gibt Beweise, 3700 Jahre historische Dokumente, Funde, Chronistenberichten, die jüdischen Quellen be berichten darüber. Es gibt einfach so viele Beweise für die Existenz eines jüdischen Volkes in diesem Gebiet, Ja. aber null Beweise für die Existenz eines palästinensischen Volkes auf diesem Gebiet. Das weiß ich. Man nannte die auch ja, ich glaube auch Israeliten, ne? Damals. Oder Nein, beziehungsweise nein, das die Volk. Araber damals, die waren entweder Transjordanier oder Transsyrer oder Ja. sie wurden Ägypter genannt. Das war's. Ja, schau dir mal Ja. an, schau mal. Wer hatte damals 1948 die Kontrolle über den Gaza? Ägypten. Warum ist denn nicht ein einziger sogenannter Fake-Palästinenser aufgestanden und hat gesagt, Ägypter, gibt uns mal unser Palästina zurück? Weil sie sich als Araber betrachtet haben. Das Wort Palästina war noch gar nicht ein Teil ihrer politischen Arbeit geworden. Und ich Ja. lese dir mal kurz, ganz kurz was vor, damit du mal sehen kannst, was Zuhair Mohsen gesagt hat. Ich muss das mal abrufen. Und da kannst du sehen, was er gesagt hat 1900, was er gesagt hat. Gerne. Und dann wirst du staunen darüber, wie interessant das ist, das war die gängige Meinung unter PLO-Führern. So, Herr Mohsen, also als kurze Erklärung, ist ein palästinensischer Politiker gewesen, der von 1971 bis 1979 für die PLO gekämpft. Er hatte eine militärische Gruppe geleitet, die As-Saika. Und er fiel 1979 einem
Attentat zum Opfer. Und er sagt, in einem Interview mit einer niederländischen Zeitung Truf, die Originalzeitungsausschnitt habe ich hier, ein palästinensisches Volk existiert nicht. Die Schaffung eines Palästinenserstaates ist nur ein Mittel, um unseren Kampf gegen den Staat Israel zugunsten unserer arabischen Einheit fortzusetzen. Okay. In Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied zwischen Jordaniern, Palästinensern, Syrern und Libanesen. Nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir heute über die Existenz eines palästinensischen Volkes, weil arabische nationale Interessen verlangen, dass wir die Existenz eines bestehenden palästinensischen Volkes setzen, um dem Zionismus entgegenzustehen. Und jetzt schaut mal. Aus taktischen Gründen kann Jordanien, was ein souveräner Staat mit definierten Grenzen ist, nicht Ansprüche auf Haifa und Jaffa stellen. Das sind jetzt heute zwei Städte in Israel. Während ich als ein Palästinenser zweifelsfrei Haifa, Jaffa, Beersheba und Jerusalem beanspruchen kann, weil er in diesem Gebiet gelebt hat, das man heute Palästina nennt. Ja? Allerdings in dem Moment, in welchem wir unser Recht auf ganz Palästina reklamieren, werden wir mit der Vereinigung von Palästina und Jordanien nicht eine Minute warten. Punkt. Und das ist es. Das war mit großer Übereinstimmung von allen arabischen Führern damals der zwischen den 50er und den 70er Jahren war das die große Übereinstimmung bei den arabischen Führern, dass der einzige Grund, warum man gegen das zionistische Regime kämpft, ist, dass wir dieses Land wieder an die arabische Welt angliedern. Und deshalb haben sich dieser, hat sich Yasser Arafat einen schönen Coup einfallen lassen und er hat dann angefangen, eben das Fake-Volk der Palästinenser zu erfinden. Und dann ist er damit hausieren gegangen und sehr erfolgreich. Und heute bilden sich die Leute ein, dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt. Die Juden haben jedes Recht der Welt. Jedes Recht der Welt. Pass auf, aber dann bringe ich da was gegen. Und zwar, also zunächst einmal müssen wir gleich aber noch auf die ein Teil meiner Frage eingehen, und zwar das die jetzige Teppichbombardierung des Gazastreifens. Aber bevor du darauf antwortest, würde ich gerne dir etwas entgegenbringen, und zwar, okay, die Punkte, klar, kann ich gleich nochmal recherchieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das einfach so stimmt und dass die Palästinenser, diese, ich sage jetzt mal, als Fake-Staat, wie du es jetzt gesagt hast, auch entstanden sind. Aber als Gegenargument würde ich dann an der Stelle sagen, aufgrund einer, du bist selber ja auch Atheist, aufgrund eines religiösen Buches wie der Tora zu sagen, dass die Juden Anspruch auf diesem Fleck Land haben, selbst wenn er damals kein Staat war und dort ein Mischmasch aus Ägyptern, Jordanier oder sonst was zusammengelebt hat, weil sich da die Grenzen vermischt haben, finde ich das aber auch genauso krass, dass er jetzt, ne, ohne das rassistisch zu meinen, aber ein polnisch aussehender Mensch oder ein slawisch aussehender Mensch, der vielleicht in seiner DNA vor 3000 Jahren irgendeinen jüdischen Vorfahren hatte, sich da hinstellt und sagt, das ist meine Heimat, ich habe das Recht hier zu leben, weil das klingt dann für mich genauso radikal religiös wie zum Beispiel die Sachen, die du jetzt beim Islam kritisiert hast. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Wenn er jetzt wirklich so ein blassweißer Mensch sagt, ich gehöre dahin, und ich mir dann denke, Bro, du brauchst mehr Sonnencreme als jeder Türke, du gehörst nach Warschau oder St. Petersburg, das ist deine Heimat. Okay. Aber jetzt, ne, Spaß beiseite, das ist so der eine Punkt, den ich da entgegenbringen würde, gerne deine Antwort darauf, aber dann auch noch halt auf das Ursprungsding, okay, wenn wir jetzt sagen, die Israelis haben vollkommen das Recht auf dieses Land, das, was aber jetzt gerade im Gaza passiert, wie siehst du das? Okay. Also Folgendes. Sind die Juden für dich eine Religionsgemeinschaft oder sind die Juden für dich ein Volk? Ganz klar eine Religionsgemeinschaft. Die waren eine was? Eine Religionsgemeinschaft. So wie du es eben gesagt hast, ganz klar, war das auch ein Volk, ne? Judäa, okay. Aber jetzt auf die letzten 100 Jahre würde man doch sagen, dass es eine Religionsgemeinschaft war. Okay, gut. Ich weiß nicht, woher du jetzt diese 100 Jahre nimmst, aber ich muss dich korrigieren. Die Juden sind ein Volk. Die Juden sind ein Volk. Es sind ein Volk mit einer exklusiven Religion, die ihnen mitfolgt. Tatsache ist, dass die Juden aus diesen sogenannten 12 Stämmen Israels existieren. Eines der Stämme ist zum Beispiel der Stamm von Levi. Deswegen heißen viele Juden zum Beispiel Nachnamen Levi. Ja? Viele Namen der 12 Stämme Israel sind Nachnamen der Juden, die heute existieren. Und die Juden können natürlich unterschiedlich aussehen. Ja, die können natürlich unterschiedlich aussehen. Dennoch
Erst einmal müssen wir klarstellen, sie sind keine Religionsgemeinschaft. Sie haben eine Religion, die mit ihnen kommt, aber sie gehören, sie sind Nachfahren dieser 12 Stämme Israels. Okay? Das heißt, sie sind ein Volk, keine Religionsgemeinschaft. Die andere Sache ist die, aufgrund der Tatsache, dass sich historisch 3700 Jahre lang eine Beziehung zu diesem Land herstellen lässt, sowohl archäologisch als auch historisch, durch Chronisten, durch Forschung und so weiter und so fort, zeigt, dass es auf jeden Fall eine physische und eine psychische Verbindung zu diesem Land gibt. Die andere Sache ist die, du hast von einem Flächenbombardement gesprochen, also von, ja, von der Ausradierung ganzer Bezirke oder sogar der Städte an der Grenze zu Israel. Ja, genau. Aktuell. Genau. So. Israel hat keine andere Wahl, als gegen eine irreguläre, reguläre Armee vorzugehen. Das ist die Hamas. Die Hamas ist keine konventionelle Armee. Die Hamas ist eine Guerilla-Bewegung. Und eine Guerilla-Bewegung sind Partisanen, die verstecken sich. Die schlagen zu und ziehen sich wieder zurück. Und der Gazastreifen ist sehr klein. Das heißt, die Hamas kann sich nicht in Berge zurückziehen, sie kann sich nicht in Täler zurückziehen, sie kann sich nicht auf dem weiten Land zurückziehen. Sie hat nur eine Kriegsfläche und das ist das Bürgergebiet. Deswegen schießen sie ihre Rampen ja auch aus den Wohngebieten ab, weil sie eben räumlich gesehen überhaupt kein Rückzugsgebiet haben, um von dort aus militärisch zu operieren. Also operieren sie inmitten des Wohngebietes. Also hier haben sie zum Beispiel dann Raketen auf den Dächern, hinter Supermärkten, hinter Autogaragen, hinter Lagerstätten, unter Krankenhäuser, unter Schulen und so weiter und so fort. Dort hat die Hamas ihre Militärstützpunkte. Und jetzt hat Israel folgendes Problem. Sie muss eine terroristische Bewegung wie diese Hamas auslöschen, die 100.000 Mann stark ist und die nicht leicht aus diesen Gebieten eliminiert werden kann, weil sie eben sich in den Wohngebieten der Leute verstecken. Israel ist gezwungen, unkonventionelle Wege zu gehen, um die Terroristen dort auszuräuchern. Und wie tut das Israel? Israel warnt die Gaza-Zivilbevölkerung und sagt, verlasst diese Region, denn wir wissen, dass da in dieser Region befinden sich augenblicklich Hamas-Kommandozentralen, Hamas-Raketenabschussrampen, Hamas-Kämpfer und so weiter und so fort. Und Hamas ruft seine Bevölkerung wiederum auf, geht nicht weg, bleibt dort und setzt euch dem Druck der Israelis nicht aus. Warum? Wenn die Hamas erwirken kann, dass die Menschen nicht gehen, kann Israel die Hamas niemals ausschalten. Aber die Prämisse der israelischen Regierung ist, wir wollen das Phänomen Hamas ein für alle Mal beenden. Und deswegen müssen sie die Hamas ausräuchern. Und das geht nur, wenn man Stück für Stück alles zerstört, was sich an Hamas-Logistik und an Kommandozentralen, an Abschussrampen im Gaza befinden. Das ist die Realität. Und dass jetzt so viele Menschen dabei sterben, ist nicht die Schuld der Israelis. Denn die Israelis haben nicht am 7. Oktober einfach mal in einem Blitzmassaker 1200 Palästinenser ermordet, sondern es kamen knapp 6 bis 1000 Hamas-Kämpfer und haben faktisch in kürzester Zeit 400 junge Menschen ermordet, 300 Menschen entführt, 2000 Menschen verwundet, 5000 Raketen abgeschossen und haben fürchterliche Blutbäder angerichtet in den Kibbutzen an der Grenze. Es war also ein Krieg, der von der Hamas begonnen worden ist und nicht von Israel. Und Der bedauerliche Punkt, dass jetzt ein Häuserkampf, dass jetzt leider Gottes Haus für Haus erkämpft werden muss, damit die Hamas für immer und für ewig ihren Stützpunkt im Gaza verliert. Das ist die Bürde, die Israel jetzt zu tragen hat. Ja, ich würde dir bei einem Punkt jetzt da zum Beispiel komplett widersprechen, und zwar, dass das am 7. Oktober angefangen hat. Die Besatzung, also die, nee, sorry. Es gibt keine Besatzung.
Es gibt keine Besatzung. Tu mir das Wort Entschuldigung, weg. Nimm mir das. ich will es nur korrigieren, weil viele Leute Ja. verstehen immer etwas Falsches darunter. Gaza ist in Selbstverwaltung seit 2005. Die Israelis haben 2005 7000 jüdische Siedler gewaltsam aus dem Gaza geholt für den Deal Land gegen Frieden. Westjordanland ist in der Hand der Fatah-Bewegung und verwaltet sich ebenfalls autonom, genauso wie die Westbank. Israel hat jedes Mal, wenn es zu einem Friedensgespräch gekommen ist, hat Israel gesagt, gut, dann ziehen wir uns zurück und ihr verwaltet euch selber. Ja, die Grenzen kontrolliert Israel, auch das Wasser und den Strom selbstverständlich. Aber wenn die Palästinenser sich zwischen 1948 und 2020, weil da war die letzten Friedensgespräche, sich mit den Leuten an den Tisch gestellt hätten, mit den führenden palästinensischen Köpfen an den Tisch gesetzt hätten und akzeptiert hätten, Angebote, die Israel gemacht hat, dann hätte es schon vor 20 oder 30 Jahren einen Palästinenserstaat gegeben. Einen richtig funktionierenden, autonom verwalteten Palästinenserstaat. Und genau das ist der Punkt, was die Araber abgelehnt haben. Sie haben 99% aller von ihnen selbst geforderten Bedingungen abgelehnt, wegen einem einzigen Prozent, der gegen ihre Wünsche gesprochen hat. Und das ist es, was im Grunde genommen diesen Krieg lebendig hält. Und eine Besatzung ist es nicht. Israel ist in einer Zeit in diese Region gekommen, in der die meisten Staaten noch gar nicht gegründet worden ist. Schau dir mal die Geburtsstunde des Landes Syriens an, oder Irak, oder Jordanien, oder Nordafrika, Jemen, Libyen, Algerien und so weiter und so fort. Und du wirst sehen, dass durch den Nationalismus, der in Europa geboren worden ist, also die Nationalidee der nationalen Grenzen, im Grunde genommen alle Staaten zwischen dem 19. Jahrhundert und 1950 erst ihre Geburtsstunde erlebt haben. Israel hat nur die Gunst der Stunde, oder die Juden haben die Gunst der Stunde ergriffen und haben sich in einem Land niedergelassen, in der die Land- und Grenzenverhältnisse noch gar nicht geklärt waren. Und da sind sie auch nicht willkürlich einfach mal in den Jemen gegangen, sondern sie haben gesagt, sie gehen in eine Region, mit der sie mindestens 3700 Jahre Geschichte verbindet. Ja, Ja? wenn ich da kurz eine Frage stellen darf. Also, was sagst du denn zu der Aussage, dass Israel gerade eben den 7. Oktober nutzt, um jetzt endlich mal sozusagen in Anführungszeichen einmal richtig aufzuräumen? Klar, Vorwand hier Hamas, aber so wie bombardiert wird, also ich verstehe deine Argumente. Ich finde dennoch, dass das ein bisschen weit über, wir verteidigen uns jetzt einmal richtig gegen Hamas und dann ist gut. Das sieht für mich eher aus wie ein, so jetzt haben wir einen Grund, komm, jetzt lass mal einmal richtig ganz aufräumen. Ja. Ja, bis jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, 52% der Häuser in Gaza sind weg. Ja, wir machen das nur wegen Hamas. Also es sieht für mich eher aus wie ein perfekt inszenierter Genozid. Und was ich auch krass fand, und das hatte ich letztens jetzt gehört, der Gaza, also die Grenze des Gazastreifens ist eigentlich sehr, sehr gut bewacht. Doch wie haben es die Hamas-Kämpfer an dem einen Tag hinbekommen, über Stunden hinweg da durchzugehen? Das ist eine Verschwörungstheorie, die im Raum steht, dass Israel selber auf diesen Moment gewartet hat. Also sie wussten schon seit einem Jahr Bescheid, weil der israelische Geheimdienst über alles bestens informiert ist. Aber diese Situation einfach auch ausgenutzt haben, lass sie ein bisschen Scheiße bauen in Israel, dann haben wir auf der Weltbühne einen Grund, unseren Wunsch, Gaza auszulöschen, beziehungsweise Gaza nochmal oder Gaza mehr einzunehmen, in dem Moment dann auszuführen, weil wir dann eine Kriegssituation haben. Also erst einmal ist es sehr perfide anzunehmen, dass Israel den Kauf von den Tod von 1200 Menschen in Kauf nimmt, von 2000 Verletzten, von 5000 Raketen, die ebenfalls ein fürchterliches Massaker in Israel angerichtet hätten, wenn Israel nicht seine Iron Dome Batterien eingesetzt hätte. Es ist schon ziemlich perfide, genauso wie der Gedanke, die Amerikaner haben ihre Twin Tower selber zum Einstürzen gebracht, damit sie einen Grund haben, in den Irak reinzugehen. Also zu glauben,
die Amerikaner 3000 ihrer Bürger töten, damit sie nach Irak reingehen können, zu einer Zeit, wo die Amerikaner sich alles leisten konnten. Das ist auch eine Form von antisemitischer Propaganda. Ja, ich unterstelle es dir nicht, aber es ist diese typische antisemitische Propaganda, dass die Juden ihre eigenen Leute opfern, damit sie ihre politischen Ziele durchsetzen können. In Fakt ist es so, an der Grenze zu Israel und am dünnsten Teil von Israel ist Israel gerade mal ein paar Kilometer breit. Und die Tatsache, dass sie sich die Grenzen teilt mit einem Autonomiegebiet wie dem Gaza, in dem nicht nur 2 Millionen Menschen leben, sondern auch eine Guerilla-Armee, die fast 100.000 Mann stark ist. Das ist Grund genug für Israel, im Gazastreifen aufzubauen, im Gazastreifen einzumarschieren, weil man mit so einer Guerilla-Bewegung nicht als Nachbar leben kann. Und da sehe ich überhaupt keinen Vorwurf an die Israelis, dass sie jetzt versuchen, den Gaza auszuräuchern, damit diese Leute verschwinden, damit diese Bewegung ein für alle Mal zerschlagen wird. Und so unschuldig sind die Gazianer auch nicht, die immerhin 77% die Hamas gewählt haben. Und die Hamas hat das letzte Mal 2006 Wahlen abgehalten. Und danach gab es keine Wahlen mehr. Dann haben sie sich als die Herrscher über Gaza festgesetzt und haben die gesamte Opposition ausgeschaltet und verfolgen ihre Kritiker, ermorden die Gegner der Hamas und zwingen die Leute in ein islamisches Kollektiv. Israel ist gezwungen, einen fürchterlich hohen Blutzoll zu bezahlen. Was glaubst du, was passiert wäre, wenn diese 5000 Raketen ohne Iron Dome auf Israel runtergegangen wären? Dann wäre die Opferzahl jetzt etwa die gleiche. Der einzige Unterschied, dass die Israelis eben nicht so viele Verluste haben, ist, weil sie diese Abwehrraketen installiert haben. Ja klar, aber ich meine, diese hohe Anzahl an unschuldigen Menschen, sodass ja auch gerade gefühlt für mich als normalen Zivilisten zum ersten Mal sichtbar ist, dass auf, du weißt es jetzt wahrscheinlich besser, ich weiß nicht, was für eine Besprechung das in der UN war, wo es ja auch dann die Abstimmung gab oder auch der UN-Sprecher Guterres, glaube ich, heißt er. Was sagst du denn dazu, dass ja halt eben sogar der UN-Sprecher Israel kritisiert, dass die, wie nennt man das, Kriegsrecht einhalten soll oder Kriegsrecht nicht eingehalten hat und das Ganze ja auch in Richtung Genozid beschrieben hat? Also erst einmal finde ich es gut, dass Israel drauf geschissen hat, dass er so gesprochen hat, weil was soll Israel tun, wenn aus reinem Wohngebiet jeden Tag tausende Raketen auf Israel geschossen werden. Jeden Tag schießt die Hamas tausende Raketen. Ganz kurz, Kian, darf ich ganz kurz auf einen Kommentar eingehen, der mich jetzt gerade sehr abgefuckt hat? Und zwar Toni Manfred, er ist unterschwellig Antisemit, dieser Trackfinder. Ich will zu dieser Sache, was ich jetzt auf der Welt gerade mitbekomme, eine Sache sagen und das fuckt mich unnormal ab. Diese ständige, jedes Mal, wenn man Israel kritisiert oder mit irgendetwas von Israel nicht einverstanden ist, diese Antisemitismus-Keule, boah, bitte, Junge. Ich versuche das Ganze objektiv zu fragen, weil es mich interessiert und ich finde das Gespräch mit Kian auch ganz interessant, deswegen höre ich ihm auch zu, aber bitte hör auf mit dieser unnötigen Antisemitismuskeule, das ist so ein Versagerding, ernsthaft. So, sorry Kian. Ein Israel führt einen irregulären Krieg. Das ist nicht so, dass zwei reguläre Armeen, dass ein Land dem anderen Land den Krieg erklärt und dass dann zwei reguläre Armeen aufeinander losgehen. Ja, Beispiel Ukraine, Russland. Da gehen zwei reguläre Armeen aufeinander los. Und da kann man dann auch von Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprechen, von Kriegsverbrechen sprechen, wenn tatsächlich zivile Ziele angegriffen werden. Aber da ist es auch so, dass halt eben auch die ukrainische Armee zum Beispiel auch versucht, gegen die Russen zu fahren. Man trifft sich auf Kriegsfeldern, die weit von Wohngebieten entfernt sind und man hat dann diese Stellungskriege oder diesen Stellungskrieg miteinander. Es ist aber nicht im Gazastreifen der Fall. Der Gazastreifen ist so überlaufen mit Menschen und so dicht besiedelt, dass ohne Frage, im Gazastreifen auf zivilen Boden gekämpft wird gegen Israel. Und das macht für Israel die gesamte Situation
nahezu unmöglich, keine Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung auszusparen. Mhm. So sehr Israel sich bemüht, durch Flyer herunterwerfen, durch Radiosendungen, die in Arabisch ausgestrahlt werden, durch Textnachrichten, weil der Mobilfunk wird von Israel kontrolliert. Die kriegen alle Textnachrichten, verlasst diesen Ort, geht da hin. Wir wissen, dass dort ein Hamas-Bunker ist. Wir wissen, dass dort eine Hamas-Stellung ist, dass das eine Kommandozentrale ist und so weiter und so fort. Was die Leute gar nicht mitbekommen, ist, dass schon mindestens 15 Hamas-Funktionäre. Alleine letzte Woche hat Israel 8 Hamas-Funktionäre ausgeschaltet. Ja, durch diese Bombenattentate. Oder Bombenattacken der Attentate ziehe ich zurück, Bombenattacken der Israelis. Es ist kein normaler, regulärer Konflikt zwischen zwei Staaten und zwei regulären Armeen, sondern zwischen einer gut ausgestatteten Guerilla-Armee, die sich in der Zivilbevölkerung versteckt, und einer regulären Armee, die jetzt Haus für Haus säubern muss, um die Terroristen für immer aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Und das ist ein blutiger Krieg, das ist wahrscheinlich Israels schlimmster Konflikt seit der Entstehung von Israel. Und das ist die Hässlichkeit des Krieges. Mhm. Finde ich es schade, dass auf der anderen Seite so viele Palästinenser sterben. Selbstverständlich. Ich bin ja kein Palästinenser und ich bin ja auch kein Araber, kein Sadist, der sich darüber freut, dass Israelis geköpft werden und so weiter und so fort. Ich leide in diesem Konflikt mit all den Menschen, die dort umkommen. Es ist für mich eine Unerträglichkeit, wenn ich Kinder sehe, die dort von israelischen Bomben zerfetzt werden. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch unerträglich, wenn die Hamas 5000 Raketen jeden Tag auf Israel abfeuert und das Massaker nur deshalb sich in Grenzen gehalten hat, weil Israel so eine gute Abwehrtechnik entwickelt hat. Das ist der einzige Grund, warum wir jetzt kein Blutbad in Israel sehen. Okay. Ja gut, dann mich hat deine Meinung auf jeden Fall interessiert. Vielen Dank, dass du mich drangenommen hast. Tut mir aber leid zu sehen, dass da manchmal der ein oder andere Otto kommt und unnötig. Sperren in beide Richtungen und ich möchte einen ruhigen Chat und ich will einen fairen Chat haben. Ja, und solange meine Gäste hochkommen und sich fair und höflich und freundlich verhalten, dann gibt es keinen Grund, dass auch im Chat meine Gäste angegriffen werden. Ja, ja, nee, vollkommen richtig. Und ich habe deine Punkte gehört, also auf jeden Fall was zum Nachdenken. Ich bleib jetzt auf jeden Fall stand jetzt erstmal schon bei meinem Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass da einfach wirklich unterschwellig irgendwo eine Art Genozid passiert. Aber wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ich komme demnächst nochmal weiter rein. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Na bitte, es geht doch. Wie geh ich aus dem Live hier raus? Ich will nicht mehr in dem Dialog sein. Alles klar, ich hab dich entfernt. Gut, dann schauen wir mal weiter, was so die Leute zu sagen haben hier. Wie gesagt, Freunde, ich hole die Leute hoch, aber wenn irgendjemand hier ausfallen wird oder S-Sohn und H-Sohn und ich F deine Mutter und Schwester, schicke ich sofort wieder runter. Das kümmert mich auch nicht, wenn jemand mich so nennt. Das ist völlig, völlig unwichtig für mich, wenn jemand das sagt. Ich fühle mich auch nicht verletzt. Okay, dann gucken wir mal den nächsten, Khalil. Gut, der kommt, schafft es irgendwie hier nicht rein. Nächster, Friedensmensch. Mal gucken, ob es da eine Verbindung gibt. Ja, bitte. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit die Unterhaltung jetzt bei Ihnen angehört und ich finde, dass vor allen Dingen diese Unterhaltung gerade, die lief auch richtig sachlich. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch viele muslimischen Brüder wieder zum Affen genommen haben, wie ein Affen. Und das hat wieder dargestellt, dass Menschen nicht richtig, sage ich mal, ihre Meinung präsentieren können. Und das zeigt wieder auch die ganzen, sage ich mal, Missstände
in unserer Glaubensgemeinschaft, weil die Leute gerne nur eine Seite hören wollen und nicht die andere Seite. Und ich akzeptiere das, wenn jemand dann sagt, ey, ich habe mich doch dazu entschlossen, zum Beispiel eine andere Religion oder beziehungsweise aus dem Glauben auszutreten. Ich finde das natürlich eher frech, dass man dann kommt und dann andere Leute damit anstichelt und was weiß ich was. Andere würden jetzt hier behaupten, ich gucke jetzt extra nicht auf die Kommentare. Es wird ja immer so gemacht, dass die Leute immer zusammengezogen werden und wenn man plötzlich nicht mehr, sage ich mal, die Meinung vertritt, dass man plötzlich von der Gesellschaft ausgestoßen wird, vor allen Dingen aus der Gemeinschaft. Also, ich sag mal so, vor allen Dingen wie diesen ganzen Israel-Palästina-Konflikt. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass nur eine Seite schuldig ist. Man muss mal die beiden Seiten angucken. Ja, und das machst du ja auch, ne? Also du versuchst da wirklich sachlich zu bleiben. Und ich finde das auch sehr gut, dass du da nicht irgendwie plötzlich aus dem Konzept gerätst und plötzlich abgefuckt bist und dass du mal auch ruhig da anlehnst. Andere würden jetzt, wie gesagt, behaupten, dass ich bei dir am Lutschen bin oder was weiß ich was. Das sehe ich nicht so. Aber also man sollte dir die Chance geben, vor allen Dingen, weil wir auch in einer Demokratie leben, dass du auch deine Meinung hier präsentieren kannst. Und ich denke, das gehört auch dazu. Fair enough. Aber wie gesagt, ich vertrete auch natürlich eine Meinung zwischen dem ganzen Konflikt. Ich finde gewisse Sachen wirklich nicht in Ordnung, was jetzt in Palästina auch passiert ist. Aber du bist auch, wenn man jetzt auch betrachtet, wie viele Leute hier schon reingekommen sind, besser geschult als andere. Weil du hast dich davor auch schon informiert und weißt, worüber du überhaupt redest. Und das abzustempeln, zu behaupten, dass es das alles Lüge ist und keine Ahnung, ich habe ja auch in den Kommentaren gelesen, dass du irgendwie vom Staat bezahlt wirst, ist schon schwach. Ja. Und ich wollte noch mal fragen, woher diese ganzen Verhaltensweisen plötzlich entstehen, beziehungsweise die sind ja schon seit geraumer Zeit präsent. Also erst einmal zu der Community von intelligenten Menschen, die mir alles Mögliche unterstellen. Ich würde bezahlt werden vom Mossad, vom Verfassungsschutz und so weiter und so fort. Das nennt man Attacken ad hominem. Also das sind persönliche Attacken. Damit soll erreicht werden, dass meine Worte relativiert werden, weil man dann sagt, ach mein Gott, der wurde ja bezahlt. Den darf man ja sowieso nicht glauben. Woher die Leute mich kennen, um zu wissen, dass ich bezahlt werde, ist hochinteressant und jeder, der ein bisschen Krebs hat, der wird auch wissen, dass das einfach nur gestreute Propaganda ist, damit die Leute mir nicht zuhören. Ganz einfach. Das ist der Punkt. Die andere Sache ist, wir haben ein sehr aggressives Klientel in Deutschland. Sie kommen aus Islam, nichts anderes gelernt, als ihre Vorstellungen, die sie im Kopf haben, gewalttätig auszutragen. Jede Meinungsdifferenz wird oft mit der Faust geregelt und nicht mit dem Intellekt. Und deswegen kommen unsere Menschen auch nicht klar. Ja, ich bin Kurde und deswegen kommen unsere Leute aus dem Orient, aus dem Nahen Osten auch nicht klar mit Diskussionen. Ja, etwas, was sie empört, das wollen sie niederdrücken, das wollen sie erschlagen. Sie verkraften eine andere politische oder religiöse Haltung nicht. Sie wollen immer das Extremste und das Extremste ist immer die andere Seite auslöschen. Und deswegen sind unsere Menschen auch so super auffällig, weil bei jeder Kleinigkeit flippen sie aus. Ja, selbst wenn ich eine sehr pro israelische Haltung habe, bedeutet das nicht, also dass du meine pro-israelische Haltung mit Gewalt dezimierst und auslöscht, sondern komm mit den besten Argumenten, die du hast, und dann schauen wir, wer der Gewinner auf der intellektuellen Bühne ist, auf der Debattenbühne. Und das ist etwas, was unsere Leute noch nicht verstanden haben. Ja, sie kommen aus einem Klima, wo der Vater schon der Boss zu Hause ist, wo er den Kindern sagt, halt die Schnauze, sonst kriegst du einen auf die Nase, wo die Meinung nicht erlaubt ist und so weiter und so weiter. Sie kommen aus Staaten, wo der Führer dem Volk sagt, ihr dürft diese und jene Meinung nicht haben und so weiter und so fort. Aus so einem Klima kommen dann die Menschen nach Deutschland, ja, und leben dieses diktatorische Klima denn bei uns aus. Ja, das hast du auch
Gut gesagt, das größte Problem ist einfach, die Leute können sich nicht korrekt artikulieren. Ja? Also, ich habe es, also du bist ja nicht der Einzige, der diese ganzen Diskussionen jetzt auf TikTok führt. Es gibt zahlreiche andere. Und mir ist die ganze Zeit was aufgefallen, dass leider unsere Glaubensbrüder sich jedes Mal Eigentore schießen, weil die ganz genau gar nicht wissen, um was es hier überhaupt geht. Ja, das ist das größte Problem. Ich versuche, manche Leute zu verstehen, aber es funktioniert nicht, wenn da jemand so kommt, zum Beispiel, keine Ahnung, nennen wir irgend so einen random Namen, Ali oder was weiß ich was. Digga, du weißt gar nicht, was da passiert ist. Da sind 3000 Leute gestorben. Wie soll man mit so einer Person zum Beispiel eine Diskussion darüber führen? Ja? Und wenn ich jetzt unsere deutschen Mitbürger da vergleiche, versuchen wirklich in die Materie reinzugehen und zu verstehen, was wirklich der Punkt hierbei ist, da hat man auch eine gewisse Neigung dazu zu sagen, ey, wir können uns zusammen hinsetzen und wir können das und das mal zusammen mal ausspalten und mal gucken, um was es hier überhaupt geht. Aber wenn ich dann irgendwelche Leute sehe, die, tut mir leid, als ob die frisch aus der Hauptschule kommen und direkt mit irgendwelchen Beleidigungen oder mit schlechten Satzbildungen anfangen, da hat man natürlich keine Lust und denkt sich, ja, warum unterhalte ich mich mit so einer Person? Ne? Und das ist das größte Problem. Vor allen Dingen die ganzen Leute, die jetzt da draußen stehen und protestieren, beziehungsweise, was heißt protestieren? Also für mich ist protestieren eine friedliche Angelegenheit, wenn man nicht mit Gewalt durch die Gegend rumherrscht. Ne? Also was man da zum Beispiel in Berlin gesehen hat, ne? Das ist ja schon öfter schon vorgekommen. Ne? Also wir haben das schon sehr, sehr oft mitbekommen. Das war auch letztes Jahr in der Silvesternacht so, dass willkürlich irgendwelche Fahrzeuge verbrannt wurden. Ja. Dieses Jahr war es so. Zum Beispiel in Dortmund, Essen-Bereich, da gab es Demonstrationen, die liefen wirklich perfekt. Ne? Also da haben sich die Leute auch benommen. Ne? Da muss ich auch wirklich ein Problem abgeben. Aber was ich da gesehen habe, das war schon unter aller Sau. Und wenn da jetzt ein deutscher Mitbürger da die Sache mitbekommt und da Palästinenser irgendwie Solidarität fordert, da kann man das doch nicht gutheißen. Ne? Also da verstehe ich, dass man dann auf einmal sagt, dass man sich direkt zu einer anderen Seite hin verschiebt, weil man sieht plötzlich die negative Seite vor seiner Fresse, dann ist das ja automatisch so, dass man direkt sagt, ich bin pro Israel. Ne? Ist Genau. ja ganz klar. Ne? Und wie gesagt, ich würde mir einfach allgemein, also die Leute, die auch hier zuhören, dass man hier wirklich mal, wirklich mit Grips, mit Verstand mal hier reinkommt und sagt, ey, und nicht direkt mit dem Glauben richtig einmischt, weil die Welt ganz der Glauben eingemischt. Man sollte sachlich bleiben und ich versuche auch die Leute einfach zu verstehen, aber manchmal denke ich mir, was labert der ganze Film Mist? Ja? Also Absolut. wenn man einen geraden Satz nicht bilden kann, dann soll man einfach hier nicht reinkommen und versuchen hier krampfhaft irgendwie irgendwelche Sachen was du schon gesagt hast, ne? Vom Elternhaus kommt da was, ne? Man hat da zwei, drei Wörter gehört und denkt, man hat die ganze Welt verstanden. Ja? So ist es Absolut. nicht. Absolut. Und das sage ich andauernd. Wer in meinen Livestream hochkommt, der muss nicht zwingend also ausfallend werden. Es gibt viele, die ausfallend werden, weil das ein Teil ihrer Natur ist. Ja, sie kennen diese harsche Mentalität, die ganz besonders so in unseren orientalischen Gruppen ja weit verbreitet ist. Ja, wenn du nett bist, wenn du freundlich bist, ist eine Schwäche. Deswegen musst du mal den Mann raushängen lassen. Und dazu gehört auch diese Fäkalsprache. Und die gibt's mit mir hier nicht. In meinen Streams wird so nicht gesprochen. Das werde ich nicht dulden. Und wir können verschiedener Meinung sein, aber wir können herausfinden, wo sich unsere Meinungen kreuzen. Und selbst wenn wir auseinandergehen und wir haben uns zu nichts geeinigt in unserem Disput oder Dialog, dann kann man trotzdem erhobenen Kopfes aus der Arena gehen. Ja, aber das ist das Problem, was viele Leute haben. Wir haben viele aggressive Menschen, besonders aus dem muslimischen Kulturraum, die sehr wütend sind über das, was jetzt gerade da passiert. Ich bin auch sehr wütend über diesen Konflikt, aber ich muss meine Emotionen da aussparen und ich muss das Mittelmaß in dieser Angelegenheit finden. Will ich, dass die Palästinenser dort, dass jetzt mittlerweile 6.000 Palästinenser tot sind? Nein, will ich nicht. Will ich, dass Kindern ihre Zukunft im Gaza genommen wird? Nein.
Will ich also, dass die Israelis sich überhaupt noch mit dem Gaza beschäftigen? Nein. Will ich eine Zwei-Staaten-Lösung? Why not? Ja. Aber wie soll man das mit einem Volk tun, das zu 77% die Hamas gewählt hat und diese Hamas-Schlechter dort seit 1987 gewähren lassen? Das ist das Problem, was ich hier sehe. Ja, und dieses kleine Völkchen dort, diese paar Millionen Juden, die dort leben, umzingelt von 56 arabischen Staaten. Also wo ist das Problem, dass ein des Bundeslands Hessen dort nach Existenz verlangt? In einer Region, mit der die Juden mindestens 3700 Jahre Geschichte verbinden. Wo ist das Problem? Ja? Und die Palästinenser werden ja von den Israelis nicht grundlos getötet. Ja, es gibt immer dieses Gerücht und diese Behauptung, die Juden töten einfach, weil sie Palästinenser umbringen wollen. Jedes Mal, wenn die Palästinenser ihre Waffen niedergelegt haben und sie sind an den Tisch gekommen, wurde verhandelt. Was bleibt denn Israel anderes übrig, als auf die alltäglichen Attacken aus dem Westjordanland, Gaza und der Westbank zu reagieren, außer durch militärische Präsenz? Glaubt denn irgendjemand da draußen, dass die Israelis auch nur einen Tag mit den sogenannten Palästinensern verschwenden würden, wenn die Palästinenser endlich ihre Waffen niederlegen? Schau mal, wenn die Juden ihre Waffen niederlegen, sind die Juden morgen weg, dann sind sie ausgelöscht. Die arabische Welt wird sie vernichten. Israel ist morgen Geschichte. Wenn die Palästinenser und die Araber morgen ihre Waffen hinlegen, dann gibt es Frieden im Nahen Osten. Das ist der große Unterschied zwischen diesen Konfliktparteien. Der eine garantiert Frieden und eine prosperierende Wirtschaft im gesamten Nahen Osten, vielleicht auch mit einer guten Zusammenarbeit mit den arabischen Staaten. Und die anderen träumen von einer 1400 Jahre langen Auslöschung der Juden, weil sie diese religiöse Vision haben, die Juden endlich ihnen heimzuzahlen, was sie damals in der Geschichte des Islam den Muslimen angetan haben sollen. Das ist die Realität. Deswegen müssen wir hier ehrlich bleiben. Also würdest du... Also nehmen wir jetzt an, dass die Grenzen jetzt offen sind, würde ein Leben mit den Juden und den Moslems funktionieren, jetzt innerhalb Israel? Es würde nur funktionieren, wenn die Muslime endlich ihre Haltung zu den Juden ändern. Umgekehrt, die Israelis haben kein Problem. 2 Millionen Araber leben in den israelischen Staatsgrenzen. Die haben die israelische Staatsbürgerschaft. Hast du von irgendwelchen Pogrome gegen Araber gehört in Israel? Obwohl 20% der Gesamtbevölkerung von Israel Araber sind. 20%. Hast du von irgendwelchen Verfolgungsaktionen gehört? Irgendwelchen Pogrom? Irgendwelchen Massenaufläufe vor arabische Geschäfte oder das Niederbrennen von Araber, das Herausziehen aus den Häusern und Araber lynchen? Hast du nicht eine einzige Geschichte gehört? Sie sind ein zivilisiertes Volk, das in Frieden leben will, aber das keine Ruhe bekommt, weil ihre ganzen Nachbarn mit einem alten antisemitischen Reflex auf die Juden schauen. Die Juden als die klassischen Vertragsbrecher, die Juden, die ganz viele Propheten umgebracht haben, die Juden, eine Jüdin, die den Propheten Mohammed vergiftet hat, die Juden, denen man nicht trauen kann, die Juden sind heimtückisch, die Juden besitzen die Welt. Diese antisemitische Propaganda hat dazu geführt, dass die Juden nirgendwo richtig leben können. Und das ist übrigens eins der Hauptgründe, warum ich so ein großer Freund von Israel bin. Weil sie nicht nur 1400 Jahre durch den Realo-Islam, durch die Geschichte gejagt worden sind, weil sie auch davor von den anderen religiösen Fanatiker, zum Beispiel aus dem Christentum, durch die Geschichte gejagt worden sind und von den weltlichen Antisemiten und von den Nazi-Antisemiten und so weiter und so fort. Deswegen sind den Juden dort auch ein geistiges Zuhause. Aber eine Sache habe ich nicht verstanden. Du sagtest ja religiöse Fanatiker. Es gibt auch jüdische religiöse Fanatiker. Ich weiß nicht, ob du diese Videos gesehen hast, da sind Juden vor einer Kirche gegangen und haben auf einmal vor dem Boden gespuckt. Ja, ich kenne. Das waren mehrere. Ja. Woher kommt dieses Verhalten? Religiöse Fanatiker, das sind religiöse Spinner, die sich in Israel-Palästina aufführen wie im Disneyland. Ja, das sind Spinner und deswegen verurteile ich auch das Verhalten von diesen orthodoxen Juden, von diesen fanatischen Juden, die Palästinenser belästigen, die Christen belästigen, die
Aktionen starten, um einen Status quo in den Gebieten zu errichten, in dem sie diese Provokationen ausführen. Ich bin absolut dagegen. Ich bin absolut dagegen. Deswegen bin ich auch Atheist, weil ich mit diesen drei Religionen überhaupt nichts anfangen kann. Das sind die Kernprobleme unserer Zeit. Diese aggressive monotheistischen drei Religionen, die nicht miteinander in Frieden leben können und die sich aufführen wie Walt Disney Figuren im Disneyland. Ja, mein Platz, mir gehört die Abrahamstätte, mir gehört der Tempelberg, mir gehört die Al-Aqsa-Moschee und so weiter und so fort. Das ist der Unsinn, der den Konflikt am Leben erhält. Ja, dieser Anspruch, meine Religion hat es als einzige, hat sie ein Recht hier zu existieren. Deswegen sehe ich den Konflikt mit den Juden auch nicht so sehr religiös, sondern ich sage, weil sie eine Religionsgruppe sind und so dermaßen einer gefährlichen Stigmatisierung durch eine lange Geschichte ausgesetzt waren, befürworte ich ein Existenzrecht für Juden in diesem Gebiet. Und wenn die Araber ihre Waffen niederlegen, ist der Konflikt morgen beendet. Ja, siehst du, das ist das, was ich gerade meinte. Ne? Du hast es angesprochen, du sprichst dich nicht nur für Juden aus, du sprichst dich auch für, was die Leute nicht beziehungsweise hören möchten, ne? Wo gerade 1000 Leute waren, hier waren ja über 1200 oder so, dann waren die direkt in diesem Modus, der ist komplett ein Islamgegner, die Juden sind nur die Macht und alles andere ist Dreck. Die Leute wollen gar nicht zuhören bei solchen Themen, wenn du sowas ansprichst. Du bist ja, wie gesagt, du sagst offen und ehrlich, es geht hier um Frieden. Ja? Man soll zusammenleben, man soll sich gegenseitig respektieren, tolerieren. Das gehört auch zu meiner Religion auch dazu. Ne? Wenn ich vor allen Dingen jetzt in Deutschland lebe, ne, was letzte Zeit hier angestellt wird, ich bekomme jedes Mal Scham wegen meiner Religion. Ich schäme mich wegen diesen Glaubensbrüdern, dass meine eigene Religion deswegen beschmutzt wird. Ja? Und das ist eigentlich gegen meine Religion. Meine Religion steht selbst Hand auf Hand geschrieben. Das weißt du selber. Du hast, glaube ich, auch Islamtheologie studiert. Du weißt, worüber ich rede. Wenn man in einem anderen Land ist, sollte man sich auch anpassen. Und nicht irgendwie irgendwelche Leute willfährlich dazu führen, dass man irgendwie den Islam durch die Gegend präsentiert und sagt, ey, kommt alle jetzt in den Islam und was weiß ich was, Leute zu zwingen, zu Sachen, gibt es nicht bei uns. Du identifizierst dich als Muslim, richtig? Genau, ich identifiziere mich als Muslim. Ja? Aber wenn ich dir zum Beispiel Sure 5, Vers 60 sage, oder Sure 5, Vers 66, wenn ich dir die Hadithe aus Sahih Bukhari nenne, die Hamas-Charta in Artikel 7 mit eingebaut hat, dass der jüngste Tag nicht kommen wird, bis die Muslime nicht die Juden töten und die Juden sich hinter Bäume und Steine verstecken und die Bäume und Steine zu sprechen anfangen und sagen, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm und töte ihn. Das ist eine Überlieferung aus der Hadith-Literatur. Wenn ich dir sage, Sure 5, Vers 60, wo Allah die Juden und die Christen zu Affen und Schweine mutiert. Sure 5, Vers 66, wo die Juden verächtliche Affen genannt werden. Das sind doch die Verse, die im Grunde genommen diese Entmenschlichung und die Enthumanisierung von einer ganzen Religionsgruppe erst möglich gemacht haben. Wenn man 1400 Jahre den Menschen beibringt, dass Juden eigentlich verächtliche Affen und Schweine sind, dass Gott sie zu Affen gemacht hat. Und zwar nicht im literarischen, nicht im metaphorischen Sinne, sondern im literarischen Sinne. Das heißt, er hat sie wirklich verwandelt in Affen und Schweine. Was glaubst du, was für eine Denkweise das bei Religiösen auslöst, die dann sagen, hey, ja, Gott, mein Gott, Allah hat diese Leute zu Affen und Schweine gemacht. Ja, dann hast du eine ganze Gruppe von Menschen hast du entmenschlicht. Enthumanisiert. Und dann ist die Tür offen für allen möglichen Dreck. Und deswegen sind die Juden auch so durch die Geschichte gejagt worden, weil auch der christliche Antisemitismus seine Vorwürfe gegenüber den Juden hatte, weil die weltlichen Antisemiten gekommen sind und haben Vorwürfe gemacht gegenüber den Juden, denen den Juden ständig ihren Unfrieden gekostet hat. Wusstest du, dass der Judenstern unter Adolf Hitler keine Erfindung der Nazis war? Nee. Ja, der war eine Erfindung der Umayyaden um 807. Als die Umayyaden Spanien erobert haben, haben sie 807 unter der Befehlsgewalt von Harun al-Rashid,
Ja, haben Sie die Kleiderordnung für alle anderen Religionsgruppen außerhalb des Islams eingeführt? Die Christen mussten einen blauen Turban tragen und einen blauen Gürtel, die Juden einen gelben Gürtel und einen gelben Turban, aber auch gleich einen Davidstern auf ihrer Brust tragen. Die Anhänger anderer Religionen mussten einen schwarzen Turban tragen und einen schwarzen Gürtel. Und so haben die muslimischen Omayyaden zum Beispiel die Trennung zwischen den Religionen vorgenommen. Das heißt, es ist gar keine Erfindung von Hitler, es ist eine Erfindung der Muslime, der Davidstern. Also die Nazis haben das dann kopiert, würdest du sagen? Die Nazis haben das möglicherweise aus dem Islam kopiert, ganz genau. Also stimmt das wirklich, dass wirklich die Nazis Teile aus dem Koran rausgezogen haben, vor allen Dingen insbesondere über den Judenhass? Willst du das auch sagen? Also ich kann jetzt, zumindest haben sie es befürwortet, dass es anti-jüdische Literatur im Islam gibt. Und deswegen haben sie auch Sheikh Amin al-Husseini, damals den Großmufti von Jerusalem, eingeladen. Und Sheikh Amin al-Husseini war bestens informiert darüber, was mit den Juden passiert. Und bei einem Treffen hatte bereits einer der führenden Nazi-Köpfe ihm gesagt, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber das kann ich ja gerne mal wieder erwähnen im nächsten Stream, hat Sheikh Amin al-Husseini gesagt, wir haben bis jetzt 3 Millionen Juden ermordet. Er wusste also davon und trotzdem hat er die Gespräche mit Adolf Hitler weitergeführt, was ein Skandal ist, ein Skandal für die Ewigkeit. Das ist die Realität. So, und dann will ich ganz kurz mal zu Lena eingehen. Sie meinte, dass der christliche Antisemitismus seinen Ursprung nicht in der Bibel hat. Es genügt, wenn man den Juden vorwirft, dass sie Jesus Christus getötet haben, Jesus den Juden, der durch die Juden ans Kreuz gebracht worden ist. Und es genügt, was dann danach passiert. Es reicht, dass dann Literatur geschaffen worden ist über die Heimtückigkeit des jüdischen Volkes. Und es genügte dann, dass christliche Apologeten damit angefangen haben, den Charakter der Juden als erbärmlich zu beschreiben, als hinterhältig und betrügerisch und so weiter. Auf dieser Prämisse, dass Jesus von Juden verraten worden ist als Jude, haben viele christliche Apologeten dann ihre antijüdischen Schriften aufgebaut. Zum Beispiel Martin Luther. Schaut euch doch mal an, was Martin Luther über die Juden sagt. Ja, wenn du sagst, dass es keinen Beweis gibt aus der Bibel, also keinen Antisemitismus-Background gibt aus der Bibel, warum hat Martin Luther dann die Juden so extrem thematisiert und hat die Juden mit stigmatisiert und hat sie gelabelt als nicht vertrauenswürdig und die Juden sind unsere Feinde und so weiter und so fort? Ihr könnt das ja euch alles anschauen. Ja? Tatsache ist, dass die meisten Christen heute den Juden vorwerfen, sie hätten Jesus Christus durch ihre Pharisäer, durch ihre Verratshaltung ans Kreuz gebracht und weil sie Jesus Christus nicht als ihren Heiland anerkennen wollten. Und das ist die Realität. Also die Christen können nicht davor weglaufen. Sie werden mit dieser Geschichte leben müssen, dass der christliche Antisemitismus aus diesem Vorwurf geboren worden ist und dann ein Eigenleben entwickelt hat. Und dieses Eigenleben verwandelte sich dann in antijüdische Literatur. Und dann kamen die schlauen Christen, Apologeten und haben gesagt, ja, aber die Juden. Und dann schaut in der Geschichte, wie die Juden sich verhalten haben. Und die ganzen vielen Vorwürfe, weil die Juden so sehr gegen Christus waren, hat dazu geführt, dass viele christliche Apologeten dann Werke geschrieben haben, in dem sie den Charakter der Juden als den Charakter der Juden als negativ beschrieben haben, als stur, als ignorant. Sie waren geblendet von der Wahrheit und so weiter und so fort. Das ist die Wahrheit. So sorry. Ja? Und deswegen wünsche ich den Juden auch eine sichere Heimstätte, in dem sie bleiben können, wo sie sich zu Hause fühlen und wo sie sagen können, nie wieder werden wir uns vom christlichen Antisemitismus durch die Geschichte jagen lassen. Nie wieder werden wir uns von den weltlichen Antisemiten und von den islamischen Antisemiten durch die Geschichte jagen lassen, sondern Tatsache, wir wollen uns selbst schützen. Deswegen sind sie auch aus ihren Gastgeberländern gegangen. Im Ersten Weltkrieg haben Tausende von Juden in der Kaiserarmee gekämpft und haben ihr Leben gelassen in Frankreich. Und dann wurden sie trotzdem Opfer von Pogrome in der nationalsozialistischen Zeit. Und trotzdem waren sie nicht anerkannte Bürger des Deutschen Reiches. Ja, da kann ich es verstehen, wenn Sie sagen, wir disconnecten uns von den Völkern, wo wir gedacht haben, wir seien vielleicht ein Teil und suchen uns eine Heimstätte und bleiben dann unter uns
und können garantieren, dass wir uns am sichersten in unseren eigenen Reihen fühlen können. Das ist der Grund, warum so viele sagen, ach, die Juden, die wollten sich nie integrieren, die wollten nie Teil von Deutschland sein. Es gibt so viele loyale deutsche Juden. So viele loyale deutsche Juden damals. Ja, ich habe Dokumentationen gesehen, ich habe mich durchgelesen über die jüdische Geschichte in Deutschland und die Juden waren niemals heimtückisch oder verräterisch gegenüber der deutschen Nation. Sie haben einen hohen Preis dafür gezahlt, dass sie ein Teil der deutschen Gesellschaft werden wollten. Und trotzdem waren sie nicht anerkannt wegen ihres jüdischen Glaubens. Und deswegen bin ich so für ein Israel, damit diese Verfolgungsjagd dieser Völker, dieses Volkes endlich aufhört und die Juden eine sichere Heimstätte haben können, wo sie sich sicher und selbstbewusst verteidigen können. Auch gegen diese Barbaren aus dem Gaza, gegen diese terroristische Hamas, die ein Blutbad nach dem anderen angerichtet hat, seit sie 1987 in die Existenz gerufen wurde. Das ist Fakt. Sorry, Leute. Das ist die Realität, mit der wir uns heute auseinandersetzen müssen. Ja? Ja, du hast dann ich wollte noch ein Schlusswort geben, dann gebe ich den anderen weiter. Also du hast hier wirklich viel Wissen hier weitergebracht. Ich finde das interessant, worüber du hier ganz nett, wie gesagt, redest, ne? Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück noch in deinem Leben, ne? Ja, vielen Dank. Vielleicht hat sie dir auch. Auf jeden Fall eine schöne Unterhaltung. Ich bedanke mich. Ganz herzlichen Dank, dass du höflich und freundlich geblieben bist. Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ja, alles klar. Danke dir. Kannst du mich rausschmeißen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich mach dich, ich nehme dich raus. Ja, mach's gut. So, dann gucken wir mal. Kuya. Manchmal schaffen es die Leute nicht, sich einzuwählen. Ja, Kuya, bitte. Hallo. Gut. Also ich will Leute möglichst hochholen, die mit mir nicht gleicher Meinung sind. Ja, also sich gegenseitig beweihräuchern ist nett, aber bringt nicht sehr viel. Wir waren teilweise 1300 Leute hier im Chat. Natürlich durch das Rufen von Muslime, die andere, die meinen Livestream verlinkt haben in ihre Chaträume und so weiter und so fort. Ja, gut, hier lädt sich das auch nicht hoch, ist wahrscheinlich schon weg. Dann gucken wir mal, was hier weitergeht. Gucken wir das mal an, Ibo Chalo. Mal gucken, wer jetzt hochkommt. Okay, wahrscheinlich auch schon weg. Ja, Freunde, auch liken, pushen, soweit es geht, liebe Freunde. Es wäre echt nett. Es wäre so, jemand, der sich Messi nennt. Die sind, glaube ich, schon alle draußen. Die haben sich viel früher gemeldet und glaube, jetzt ist erstmal so die Connection weg. Die sind weg. Deswegen nehmen die nicht mehr an. Okay, gucken wir mal weiter. So, dann gucken wir mal. Ja, Abu Batman. Hallo, Kian. Wie geht's? Ja, alles gut? Ja, wunderbar. Und dir? Ja, auch gut. Ich habe ganze Zeit zugehört. Und ich will auf jeden Fall sachlich mit dir bleiben. Und das war jetzt voll die Folter für mich, weil ich einfach nicht dran kam so schnell. Und ich finde, also 100% hast du absolut nicht die Wahrheit gesagt. Also ich bin auf jeden Fall nicht auf deiner Seite. Ich bin auf jeden Fall pro Palästina. Ja. Und ja, Free Palestine auf jeden Fall. Und ich finde, Autonomiegebiete oder Free Palestine auch die jüdischen, der jüdische Staat? Nee, also jüdischer Staat würde ich das nicht nennen. Gegen Juden habe ich absolut nichts. Nein, wir reden von Israel. Israel existiert. Genau. Israel wurde anerkannt. Ja, Israel, du meinst, ist eine israelisch? Ich rede von dem Staat Israel. Ja, also ich finde den Staat Israel ein Terrorstaat. Das ist meine Einstellung. Ja. Da stehe ich auch 100% fest. Die terrorisieren schon mehrere Jahrzehnte wehrlose Menschen in Palästina. Abu Batman, wie bitte? Bevor du anfängst. Ja, sicher.
Du hast Free Palestine gesagt. Wenn du Free Palestine sagst, schließt das die Autonomiegebiete, ausschließlich die Autonomiegebiete ein oder die Gebiete, die damals von der UNO 1967 den Palästinensern zugesprochen worden sind, oder schließt das auch das Land ein, auf dem heute der Staat Israel existiert? Also das schließt aus, dass Israel ganze Zeit die Länder von den Palästinensern klaut. Das schließt aber nicht aus, Entschuldigung. Ich hab dich verstanden, aber ich muss ja ausreden, bitte. Zielgerichtet. Ja, will ich ja sagen. Aber das sind ja feine Sachen, da muss man ja fein antworten. Eigentlich nicht. Du kannst einfach ich kann sagen, ja, ich akzeptiere das Existenzrecht. Ich akzeptiere, also ich bin ja nicht der Bösewicht. Der Bösewicht bist ja du und dein Gedankengut. Erstmal das, weil man muss ja nicht immer so narzisstisch reden, ne? Weil ich finde, ihr seid sehr narzisstisch. Ich bin nicht im Gericht, aber ich antworte jetzt, bitte. Nein, du hast doch freiwillig gewartet, hier mit mir zu sprechen. Und wenn du hochkommst, dann musst du dich doch auf einen Dialog und manchmal sogar auf einen Disput einstellen. Und ich will, bevor ich mit jemandem über Detailangelegenheiten spreche, wenn du mit einer Parole hierher kommst, mit einem Slogan, Free Palestine, und ich dich frage, ganz konkret, das, was die UNO den Palästinensern zugesprochen hat, sind die Grenzen von 1967. Das heißt, 1967 gilt aber auch die Grenzen dann für Israel. So, wenn du sagst, ja, ich bin für ein Free Palestine, das alles einschließt, was heute Israel ist, ist das etwas völlig anderes, als wenn du sagst, Free Palestine in den Grenzen von 1967. Also, also alles, was jetzt Israel ist, dafür bin ich auf gar keinen Fall. Okay, also du bist also wie es früher war. Ja, weil die Palästinenser haben ja früher die Juden willkommen geheißen und die haben die in deren Wohnung eingeladen, bis dann, sage ich mal, Messer hinterm Rücken gesteckt wurde bei den Palästinensern. Moment. Jedes Mal, wenn du etwas in den Raum wirfst, muss ich eine zusätzliche Frage stellen. Genau, und ich auch. Die Palästinenser vor der Gründung des Staates Israel, hat es die gegeben? Ja, Palästina. Das gab es schon im osmanischen Geld. Richtig, ganz genau. Ja. Wer hat den Namen Palästina geprägt? Ja, Palästina ist einer der ältesten Namen, die es gibt, Palästina. Ja, richtig. Es ist ein sehr alter Name. Diese Region wird schon während der gesamten osmanischen Zeit so genannt. Aber woher kommt der Ursprung dieses Namens Palästina? Verbindest du mit dem Namen Palästina tatsächlich auch ein palästinensisches Volk? Oder könnte das Wort Palästina tatsächlich eine andere Herkunftswurzel haben? Also ich finde, die Frage ist nicht die Lösung der Probleme. Die Lösung der Probleme ist ja, wir wollen ja ein Zwei-Staaten, das war ja der Plan, Zwei-Staaten-Lösung, dass die Israelis, so wie früher zur islamischen Herrschaft, die Muslime mit den Juden, mit den Christen in Harmonie gelebt haben, in der islamischen Herrschaft. Und die Juden wurden da auch nicht verfolgt. Aber du hast ja sehr viel im Raum geschmissen. Wie gesagt, also ich finde 100%, was du gesagt hast, ist eine absolute Lüge und Propaganda und sehr, sehr gefährlich, weil dich unterscheidet, das, was du machst, ist nicht weit vom Stürzenberger und Stürzenberger ist nicht weit von Hitler. Also Entschuldigung, erstmal bin ich Mitglied der Bürgerinnen in Pax Europa. Weil du musst ja sagen. Und ich arbeite mit Stürzenberger seit fast 2 Jahren zusammen. Und gut, grüß mich immer. Den Mann Stürzenberger mit Hitler zu vergleichen, ist eine Relativierung der Verbrechen von Adolf Hitler. Nenne mir eine Parallele zwischen Michael Stürzenberger und Adolf Hitler. Eine Hetze. Hetze? Michael Stürzenberger steht auf den Kundgebungen und sagt, wir haben nichts gegen Muslime, wir diskutieren nicht mal den gesamten Islam, wir diskutieren nur den politischen Teil des Islam. Verbreitung von Lügen. Ich will nur korrigieren. Michael Stürzenberger sagt, dass jeder Muslim herzlich willkommen ist, der die Grundwerte dieser Nation, der deutschen Nation akzeptiert. Und damit hat Michael Stürzenberger nichts gesagt, was Adolf Hitler je gesagt hat. Adolf Hitler wollte die Auslöschung der Juden. Adolf Hitler hat sich mit Muslimen zusammengetan. Der Hitler hat gesagt, die Juden, der Stürzenberger sagt, die Muslime. Wo ist denn da der Unterschied?
Nochmal, außer dass das eine andere Religion ist. Nein, also erst einmal machst du hier viele. Heutzutage sagen ja alle die Muslime. Also ihr seht uns als Feinde. Obwohl ich hier arbeite, Steuern zahle und hier geboren bin, sogar ich war in der Bundeswehr, ihr seht uns als Feinde. Gut, dann müssen wir die Sache ein bisschen anders beginnen, bevor wir auf Palästina und den Israel-Konflikt zurückzukommen. Was ist dein Urteil zu, bist du ein praktizierender Muslim? Ja. Okay. Also du bist ein Praktizierer, du machst Ibadah, du machst deine Gottesdienste. Ich bete, ich faste, ich lese Koran. Du versuchst den zu Hajj zu gehen, hältst. Ich war schon viermal war ich Umrah. Gut, du hast also die Umrah gemacht, wunderbar. So, was ist die Konsequenz, wenn zwei Männer bei der Ausübung ihrer Homosexualität erwischt werden im Islam? Erstens ist es sehr, sehr schwer, jemanden zu erwischen in einem Islam, wo die islamische Gesetzgebung herrscht. Abu. Also du fragst mich jetzt, okay, dann können wir auch so mit der Bibel anfangen. Also wenn du so eine Konservation willst, kann ich auch mit der Bibel anfangen. Lass mich ein Szenario aufbauen. Also was sagen denn die Christen über Homosexualität? Guck mal in Russland. Moment. Ja, du kannst ja nicht immer die Muslime schlecht machen. Ja, du bist doch nicht besser. Abu, wenn du sagst, die Christen haben ähnliche Vorstellungen wie wir, dann gibst du zu, dass du eine Vorstellung hast, die gegen Homosexuelle gerichtet ist. Nein, ist nicht. Die Homosexualität ist eine Sünde. Ich habe was Blödes, Sünde. Aber ist die eine Sünde. Ist Haram. Nein, warte mal. Es gibt einen funktionierenden. Nein, aber weil man muss ja erstmal sich an die eigene Nase packen, oder Abu, nicht? Aber ich versuche ein Gespräch aufzubauen. Es gibt einen existierenden islamischen Staat. In diesem islamischen Staat werden zwei Männer von mehr als vier Zeugen erwischt, wie sie miteinander Geschlechtsverkehr haben. Was ist die Konsequenz aus der Tatsache, dass sie erwischt worden sind? Und in einem islamischen Staat leben. Also da werden die erstmal, glaube ich, zum Gericht gebracht. Ja. Und dann wird ein Urteil gestellt. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in einem islamischen Staat erwischt wird, weil er homosexuell ist, ist sehr unwahrscheinlich. Gesagt, ich habe ein Szenario aufgebaut, in dem vier Zeugen... Ja, diese Philosophie brauchst du nicht machen, weil es gibt Schwule in Saudi-Arabien. Es gibt Schwule in Iran. Und die praktizieren ihre Schwulität. Abu, nochmal. Ja. Ich habe hier ein Szenario aufgebaut, in dem alle Beweise Warte. Du bist ja pro Israel und pro Judentum, ne? In Juden. Ist es erlaubt, schwul zu sein? Was ist die Strafe im Judentum für Schwule? Nochmal, ich weiß, dass Christen etwas gegen Homosexuelle haben. Juden. Ich weiß, dass Juden etwas gegen Homosexuelle haben. Und ich sage dir noch absolut, die sind sowas von gegen Schwule. Deswegen verabscheue ich diese Religionen auch, weil sie diese Probleme haben. Okay, aber dann musst du ja nicht mit mir über Religion reden. Abu, du musst nicht auf eine fremde Religion zeigen. Nein, du redest auf eine fremde Religion. Um die Schrecklichkeit in deiner Religion zu relativieren. Ja, aber du redest doch über eine fremde Religion. Du bist doch kein Muslim. Also, erst einmal, ich bin Ex-Muslim. Na und, das hat nichts zu heißen. So, das heißt, ich kenne mich mit der Theologie bestens aus. Ich weiß, ich weiß, was Homosexuellen blüht, die erwischt werden von mehr als vier Zeugen bei der Ausübung ihrer homosexuellen Neigung. Zeugen, wer will das sehen? Yo. So, ist egal. Okay, aber bei Juden ist das Gleiche und bei Christen das Gleiche. Lass uns lieber über Israel und Palästina reden. In der Hadith-Literatur. In der Hadith-Literatur. Und wenn du willst, hole ich das aus meiner Datenbank raus. Ich beantworte dir die Frage. Dass der Prophet Mohammed Menschen ermorden ließ, die er bei der sogenannten Sodomie. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Sag das, wenn ich dir das schwarz auf weiß geben kann.
Du kannst mir, guck mal, erstens, du bist Ex-Muslim. Erstens, du bist haben, willst du den Hadith von Bukhari haben und von Abu Muslim? Möchtest du sehen, was sie gesagt haben, was sie überliefert haben, nein, was der mit homosexuellen Männern gemacht hat, die bei der Ausübung der Homosexualität erwischt worden sind? Sag doch nicht nein, wenn ich es dir in einer Minute zeigen kann. Nein, das Ding ist, ich sag dir warum. Weil du versuchst, die Muslime schlecht zu machen. Red doch mal was Positives. Was gibt's denn? Ich frag eine Frage. Was gibt's Positives für dich, die Muslime haben? Wir sind eine Weltreligion. Deine Meinung, die du vertrittst, ist eine Minderheit. Pro-Israel ist Minderheit. Und das wird immer Minderheit sein. 80% der Menschenbevölkerung, der Menschheit hier auf dieser Erde, sind pro-Palästina. Das musst du dir ganz fest an der Stirn schreiben. Ihr seid die Minderheit. Und ihr werdet immer die Minderheit sein. Warum? Weil ihr ungerecht seid und am Lügen seid und am Hetzen seid. Ich habe noch nie über Christen schlecht geredet. Noch nie in meinem Leben habe ich schlecht geredet. Obwohl so viele Katastrophen im Christentum stehen und auch im Judentum. Und ihr, ich weiß nicht, sag mir eine positive Sache, die die Muslime haben. Kannst du mir das bitte sagen? Jede Weltanschauung von... Nein, eine positive Sache will ich hören. Jede Weltanschauung, die auf dieser Erde existiert, hat sicherlich positive Elemente. Dann sag mir eine positive. Dir fällt nichts ein, weil du nur mit dem Negativen beschäftigt bist. Du bist ein negativer Mensch. Aber lass mich erzählen. Okay. Nur weil es im Islam zum Beispiel solche Institutionen gibt, wie auf Waisenkinder besonders Acht zu geben, sie gut zu ernähren, sie gut zu kleiden, oder dass im Koran steht, dass man seine Eltern ehren soll und dass sie nicht Ach und Nicht das, das will ich nicht hören. Das will ich wirklich nicht hören. Ich wollte dich fragen. Positive Sachen, die ich sage. Danke dir, dass du. Danke dir, du bist korrekt. Und die Achtung vor den weisen Kindern. Nein, aber das wollte ich nicht hören, bitte. Aber du bist wirklich korrekt. Dazu braucht man nicht den Islam. Dazu braucht man nicht den Islam, damit man weisen Kinder achtet und seine Eltern respektiert. Nein, das will ich aber wirklich nicht hören. Ich wollte was. Relativ Gutes. Ja, ist wirklich gut, aber ich wollte noch anderes hören. Wer hat. Okay, diese Frage habe ich schon. Wer hat die Juden. Jahrtausende, also 1400 und paar zerquetschte Jahre, immer geschützt vor den Christen. Nicht die Muslime. Doch, die Muslime. Hör auf zu lügen. Das ist eine Lüge. Das ist eine absolute... Okay, die Juden lebten in Iran, in Marokko. Die Juden wurden verfolgt. Es gab mehrere Holocaust von den Christen. Warum lügt ihr? Wir Juden... Okay, der größte Beweis dafür ist, der größte geschichtliche Beweis dafür ist, der war noch vor kurzem, wo das Kalifat da war, Osmanische Reich. Wie wurden die Juden in Palästina behandelt? Und die Christen haben die Muslime deren Synagoge, hör mal, du sagst, du machst uns ja als Monster, haben die Muslime die Synagoge kaputt gemacht oder die Kirche, du sagst ja, wir waren ja Monster, warum haben wir nicht warum haben wir nicht die Juden vernichtet? Gut. Die Juden wir waren richtig zusammen mit den Juden. Gut. Und okay. die Juden mal, aber Abo, schmeiß mir zu viel in den Raum. Lass uns bei einer Sache abarbeiten. Okay, Du erhebst den Anspruch, dass der Islam ausgesprochen fair zu den immer, Juden Christen ist. Immer. Kennst du den Pakt von Omar, dem zweiten Khalifa? Nein, sag mir den. Gut, dann schau dir mal den Pakt von Omar ibn Khattab an. Ich rufe mal kurz meine Datei auf und dann sage ich dir... Ja, aber wie gesagt... Da regelt Omar ibn Khattab die Beziehung zwischen den Juden, Christen und der islamischen Welt. Okay? Das ist das, was Omar ibn Khattab gemacht hat. So, in dem Pakt von Omar ibn Khattab radiallahu anhu, ja. Erlässt er jede Menge Regelungen und Gesetze, wie die Muslime mit den Christen und den Juden umgehen sollen und wie die Juden gegenüber Omar der muslimischen Umma verhalten sollen. Und jetzt frage ich dich jetzt mal. Ja. Jetzt lese dir mal nur einige vor, okay? Einige von diesen Gesetzen und dann sagst du mir, ob du damit. Ich korrigiere die auch, ne? Weil ihr bringt sehr viel vom Kontext. Normalerweise von euch nehme ich kein Wissen, aber erzähl weiter. Gut,
Eine der Regelungen, die Omar ibn Khattab erlassen hat, ist, den Juden ist es nicht erlaubt, Tiere zu reiten, wie Muslime Tiere zu reiten. Das heißt, die Juden... Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das steht in dem Pakt von Omar. Nein, das stimmt aber nicht. Hier steht, einer seiner Regeln war, die Muslime... Das ist ein fabrizierter Hadith. Von den Schia höchstwahrscheinlich. Du bist ja Ex-Schia. Also nicht nur du bist ja Ex-Schia, ne? Bist du Iraner? Das ist der Pakt. Nein, nein, das wurde. Das ist naiv, naiv, naiv. Hör auf, naiv Sachen zu holen. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter. Die Zweiklassengesellschaft, Juden, Christen gegenüber Muslimen. So was gab es nicht in Muslimen. Zweiklassengesellschaft Simbi. Also die Schutzbefohlenen innerhalb des Islam. Welche Rechte hatten Juden und Christen in der islamischen Umma? Durften Juden und Christen in der islamischen Umma dem muslimischen Feldherr beitreten? Durften sie zum Beispiel führende Ämter in der Umma einnehmen und so weiter und so fort? Welche Rechte hatten Juden? Durften sie nicht. Richtig, genau. Das nennt man zwei. Sie dürfen ihre Religion praktizieren. Sie dürften ihre arbeiten, sie dürften handeln, sie dürften alles machen, sie dürften ihre Synagoge, Omar Radilano hat eine Kirche gebaut für die, es gibt sogar eine uralte Kirche, sie dürften so viele Sachen machen, aber sie müssen Steuer zahlen und nicht solche Steuern wie in Deutschland. Die waren nicht vollwertige Bürger des Landes. Und ich drehe jetzt den Spieß mal um. Stell dir mal vor, du würdest in Deutschland leben und der deutsche Staat würde sagen, aufgrund dessen, dass Mr. Abu Batman, ist Muslim, Abu Batman muss eine Sondersteuer entrichten, nämlich die muslimische Sondersteuer. Abu darf zwar seine Religion in Deutschland praktizieren und wir beschützen ihn auch, dass er dieses Recht praktizieren darf. Aber wenn Abu Batman die Sondersteuer, die für keine andere Religionsgruppe gilt, die dem Monotheismus angehört oder beziehungsweise die außerhalb unserer Religion steht, dann werden wir dir den Schutz entziehen. Denn wenn Abu Batman diese Jizya nicht bezahlt, dann verliert er unseren Schutz, dann verliert er möglicherweise seinen Schutz, unbehelligt weiterzuleben, oder er kann verbunden werden oder getötet werden. Das ist die Realität, mit der... Getötet würde ich nicht sagen. So, ja, doch, wenn du die... Wurde die Sondersteuer... Also in Deutschland, wenn ich die Steuern nicht zahle, ich komme im Knast. In dem Moment, wo du die Jizya nicht mehr bezahlst, und es gibt gute Gründe dafür, dass du die Jizya nicht entrichten willst, weil du keine Achtung das Land verlassen. Den islamischen Staat hast, kann der Staat mit dir machen, was der will. Und der Unterschied zwischen dem deutschen Staat und Abu Batman Staat ist, dass der deutsche Staat sagt, gut, Abu Batman ist ein vollwertiger Bürger des deutschen Staates. Er bezahlt die gleichen Steuern, die jeder andere auch bezahlen muss. Und wir machen keine Unterscheidung zwischen Abu Batman, weil er Muslim ist, und einem anderen. Aber die Muslime haben auch keinen Unterschied gemacht. Und der Juden und Christen einen Sonderplatz in der Gesellschaft gegeben und hat gesagt, ihr dürft nicht oberster Befehlshaber werden, ihr dürft zum Beispiel nicht. Meinst du, ich kann Bundeskanzler werden? Dürfen Sie nicht am Gericht. Nee. Sie dürfen keine Richter am Gerichtshof werden. Sie das dürfen nicht am Alltagsleben teilnehmen. Sie dürfen nicht werben für ihren Glauben. Das steht im Pakt von Omar drin. Sie dürfen für ihren Glauben jetzt nicht werben. Jetzt gehst du zu weit. Okay, kann ich auch reden? Sofort. Okay. Das ist die Realität, wenn man... Jetzt hast du auch viel geredet und das ist viel zu antworten für mich. Ich hoffe, ich kriege das gebacken. Also erstens... Wie gesagt, du hast wieder 90%, 100% falsch geredet. Ich denke, ohne Sunni Quellen wirst du sowieso nicht glauben. Kann ich ausreden, bitte einmal, dann, damit ich das response to you, what did you talk, Janne? Auf jeden Fall, die Muslime, Omar Radlano hat zu Islam, als er Khalif war, hat er die Spendengabe, so wie Hartz IV, das Sozialamt der islamischen Welt, hat er gegeben. Du brauchst mir jetzt nichts zeigen, lass mich bitte ausreden. Das ist deine faire Gesellschaft. Nein, lass mich bitte ausreden. Für die Armen,
Die spenden für die Armen. Du sagst ja, die müssten ja Steuern zahlen, die Nicht-Muslime. Die mussten auch Steuern zahlen und das waren bestimmt keine 45% wie in Deutschland. Das war 2,5. Das war nicht mal 2,5. Das war je nachdem, was die verdient haben. Erstmal das. Zweitens, die Christen und die Juden, wenn die arm waren oder alt oder so, der Omar Radelano hat gesagt, die sollen monatlich Geld bekommen vom Staat, vom islamischen Staat. Was sagst du dazu? Also, und die Muslime haben niemals unterschieden zwischen Christen und Juden. Wenn die da gelebt haben, die haben Schutz. Und wenn einer nicht Jizya zahlen will, obwohl er kann, dann haben die ihn gebeten, das Land zu verlassen. Wenn ich hier za nicht zahle, mache ich Steuerhinterziehung und ich werde verhaftet. Ich kann nicht mal das Land verlassen. Das ist es, was ich meine. Das ist das, was ich meine mit einer Zweiklassengesellschaft, dass Das ist, das war keine Zweiklassengesellschaft. Ihr Europäer, die Europäer haben immer Zweiklassengesellschaft gemacht. Die haben die Juden vernichtet, die haben Katastrophen gemacht. Da musst du doch mal zugeben. Die Christen waren immer gewalttätiger. Wenn die Muslime nicht da wären, dann wären die Juden schon längst vernichtet von den Christen. Also erst Wir einmal Muslime haben den hat dein Christen, Problem. die Juden haben gesagt, als die Muslime geherrscht haben, haben die gesagt, bitte herrscht immer über uns, weil ihr seid fair. Wir Muslime waren immer fair und waren gerecht. Also gut, vielen Dank für die islamische Propaganda, aber ich bleibe hier lieber bei der Das ist Realität. keine islamische Propaganda. Du machst israelische Propaganda, mein So, Freund. also warten wir, warte mal ab, warte mal ab. Wenn du, ich nehme immer wieder als einen Vergleich Deutschland, wenn du in einem Staat lebst, in dem du die Jizya nicht bezahlst, in dem du die muslimische Zu Kopfsteuer dir nicht bezahlst, sagen die Lüge und du bist den ganzen Tag am Lügen. und Ja, dann wirst du, und entschuldige. dann wirst du, und dann wirst du vertrieben vom deutschen Staat, weil du die muslimische Sondersteuer nicht bezahlst. Hältst du so etwas für gleiches? Nein, die Hast werden du nicht vertrieben. Das ist doch auch eine Lüge. da, Ich gut, weiß nicht, du weißt, ich warte mal, weiß wollen nicht, wir jetzt ich Quellen weiß nicht. diskutieren? Nein, aber ich weiß nicht und Soll du ich dir die weißt nicht. Hadithe zeigen, nachdem Juden und Christen vertrieben werden sollen, wenn sie die Jizya nicht bezahlen? Möchtest du die Quelle sehen, ja oder nein? Die werden nicht vertrieben. Du Möchtest du die bringst Quelle da was. sehen? Ja, Ja du oder kannst mir gleich zeigen, aber ich will kurz was sagen. Die werden nicht vertrieben. Also wenn jemand kann, die Jizya zahlen, das ist ja kein Ungerechtigkeit. Wenn jemand Geld hat und er will es nicht zahlen, dann wird er darum gebeten. Du weißt ja nicht, wie das zur damaligen Zeit hundertprozentig war. Und ich auch nicht. Dann wird er darum gebeten, hey, zahl deine Steuern. Wenn nicht, dann bitte verlass das Land. Du hast diese zwei Optionen. Sehr tolerant. Und in Deutschland, wenn du Steuern nicht zahlst, was machen die mit dir? Die pfänden dein Konto, die Ja, machen dein Leben zur die Hölle. kommen und Und sagen, wir haben wenn ein du Legalrecht auf übertreibst, dann ein kommst du im Gewerbe. Knast. Ist egal. Was ist egal? Der Das ist deutsche Staat. Scheiße. Der Was deutsche denn? Staat erhebt Steuern, aber er erhebt für alle Ja, Menschen die Steuer gleich. Er schmeißt doch nicht Leute Hä? raus und er entzieht ihnen auch nicht den Schutz. Er sagt, diese Steuer ist ein Teil des Vertrages zwischen dem Staat und den Bürgern. Die Steuer hast du zu bezahlen. Wenn jemand die Steuer Richtig, und verweigert, so war das bei uns dann hat auch. der Staat verschiedene Mittel, um die Steuer wieder einzutreiben. Bis zum Gefängnis, selbstverständlich. Aber er schmeißt seine Bürger nicht aus dem Land heraus oder entzieht ihm den körperlichen Schutz, nur weil sie die Jizya nicht bezahlt haben oder die Steuer nicht Aber du bezahlt stellst uns als Barbaren dar, das stimmt doch nicht. Guck mal, wer hatte denn Steuer zur damaligen Zeit bei euch Christen? Du redest ja von damals. Ja von damals. Geh mal jetzt nach Katar und Abu Dhabi. Guck mal, wie es da harmonisch abläuft. Wer hat denn Also, unsere Länder kaputt gemacht? Sag doch mal. das ist jetzt nicht der Punkt. Wir reden jetzt über die Okay. Zweiklassengesellschaft, die die Jizya verursacht Okay. hat, indem Ja, sie dann zeig den mir diesen Juden einen Hadith. Sonderplatz in der Gesellschaft eingegeben hat und keinen normalen Platz in der muslimischen Gesellschaft, sondern die Juden haben einen Sonderplatz bekommen. Und in dem Moment, wo sie die Jizya aufheben, verlieren sie ihren Schutz, verlieren sie Noch nie wurde jemand ihre zwangsislamisiert Möglichkeiten oder in dem Staat Zwangsmuslim. und sie Sowas gibt's nicht. treten verschiedene Mechanismen in Kraft, die die Juden entweder vertreiben. Deswegen hat dein Prophet Mohammed auch innerhalb von 23 Jahren Alles hat was war. Mekka und Medina Juden und Christen freigemacht. Nein, das stimmt nicht. Die Christen 23 gab es noch Jahre immer da. Doch, nein, 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 das stimmt absolut nicht. In Medina gab es Juden und Christen in der Zeit vom Prophet Mohammed. Das ist eine Propaganda, was Es du gab redest. sehr viele Die Juden. Ju ja, Sehr viele Juden. ja, Es gab klar. sehr viele Und Juden. du sagst ja vertrieben, dann ist das ein Widerspruch, was du da sagst. Was ist ein Wo haben Widerspruch? wir, wen haben wir vertrieben? Es gibt Kirchen in In islamischen Saudi-Arabien. Ländern.
Nein, 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 nicht nur in Saudi-Arabien, mein Freund. Guck doch mal, in Irak, bis uralt. Doch, doch, in Irak gibt es Kirchen. Was redest du da? Wie viele Juden leben noch? 600 Jahre alte Kirchen in Türkei. Juden, mein Freund, islamische Zeit. Die wurden renoviert von Omar Radelano. Wie viele Juden gibt es heute noch im Irak? Oh, gibt es ganz viele. Jetzt nicht, die sind ja reich. Juden sind woanders. Aber geh mal. Ist doch egal, wie viele. Da ist doch Krieg. Wer will denn da sein? Juden wollen da sein? Jemals 140 Juden, die im Irak gelebt haben. Ach, das Land will doch keiner mehr haben. Marokko. Ja, Marokko gibt es sehr viele. In Iran gibt es sehr viele. 40.000 Juden in Iran. 1420. Ja, Juden sind halt nicht viele. Ne? Dank Hitler. Ne? Juden, die mal in Marokko gelebt haben. Überall schrumpft die Zahl. Die UNO hat. Normal, die müssen mehr Kinder machen. Die UNO hat mittlerweile festgestellt, dass die jüdisch und christliche Enklave in der islamischen Welt schrumpft, weil sie von der Ausrottung bedroht sind, von der Vertreibung. Das ist die Realität. Ah, was ist das für eine Lüge? Dann noch eins. So, hier das ist zu viel. Sahih Muslim ist keine schiitische Quelle, Sahih Muslim. Lass uns danach bitte, okay, danach lass uns über Palästina und Israel reden. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet gesagt hat, grüßt die Juden und die Christen nicht, bevor sie euch nicht grüßen. Und wenn ihr ihnen auf der Straße begegnet, dann drängt sie von der Straße in den engsten Teil. Das ist ein Lügen-Hadith. Das wurde hergestellt von Bild-Zeitung. Das ist nicht sahih. So eine Aussage tätigt niemals der Prophet Muhammad a.s. Dieser Hadith hast du von Google. Die sunnitischen Datenbank, die es in Englisch auf der Welt gibt. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ja, hier ist die Quelle. Das ist wirklich eine Lüge. Ja, die Quelle. Okay, aber das passt nicht. Der Prophet, guck mal, die Gelehrten sagen. Nein, das passt nicht. Ich sage dir jetzt, geh. In 5 Minuten kommst du wieder. In 5 Minuten kommst du wieder. Nein, und dann ich komme nicht wieder. Du diesen Hadith in deinen Hadith-Buch. Und dann können wir immer noch drüber sprechen, ob es eine Lüge ist. Also, es ist eine Lüge. Aus einem emotionalen Reflex heraus, das abzulehnen, weil es dir nicht passt. So funktionieren die Dinge nicht. Guck mal, wir haben Gelehrte. Die Gelehrte sagen, wenn ein Hadith nicht übereinstimmt mit dem Koran, dann lehnt man den ab, weil er ist daif, erstens. Zweitens, es gibt genug Aussagen. Es gibt, nein, ist egal, ob sahih, ist egal. Kannst du machen, was du willst. Kannst du sahih schreiben, was du willst. Ja. Kannst du alles schreiben. Bitte guck mal. Schön. Alle Hadithen, das ist die größte sunnitische Datenbank der Welt. Was ist dein Problem hier? Es gibt genug Aussagen des Propheten über die Juden und Christen. Ich werde mit dir diskutieren, wenn du jetzt nicht in deinen eigenen sunnitischen Quellen nach diesem Hadith suchst. Sahih Muslim, Buch 26 Hadith. Ich bin auf dem Rechner, mach ich. Okay. Nein, das ist Sina'a. Da steht Sina'a. Du weißt, was Sina'a heißt? Du bist Araber oder was? Ich bin Kurde. Kurdisch? Iraner oder Kurde? Ich bin iranischer Kurde. Wo ist das Problem? Ist kein Problem. Warum? Ich mag alle Menschen. Außer Lügner. Ich mag keine Lügner. Da steht Sina'a. Sina'a. Das heißt, das ist fabriziert. Geh bitte zu diesem. Mach ich doch. Das ist von einer sunnitischen Seite. Geh zu diesem Hadith. Ja, aber da gibt es auch Ulama, die sagen, weißt, was Ulama ist. Nein, Ulama. Was für Sahih? Die sagen, dass das fabriziert ist. Außerdem, das beweist nichts. Okay. Na und? Okay. Trotzdem, was ist denn mit der Geschichte? Die Geschichte der Muslime, du bist neidisch darauf. Die muslimische Geschichte, wie haben wir die Juden behandelt? Hier, ein anderer schöner Hadith. Sag doch mal. Hier, am Tage des jüngsten Gerichts wird jeder Muslim, der kurz vor der Hölle steht, einen Juden oder einen Christen bekommen. Und dann wird Allah sagen, das ist euer Austausch oder eure Rettung vor dem Höllenfeuer. Oh mein Gott, wie kann man sowas erfinden? Juden und Christen werden durch... Ich meine, du kannst ja deine ahnungslosen Almans, die du hier drin hast, Entschuldigung, kannst du ja veräppeln, die so eingestellt sind, so wie du und Stürzenberger, so wie Hitler früher war. Das könnte ja...
unbasiert diskutieren, Abu Batman. Guck mal, ich will nur eine Sache will ich nur sagen, wegen Israel. Israel ist ein Terrorstaat, die Armee. Das musst du akzeptieren. Akzeptiere ich nicht. Israel ist ein souveräner Staat, der in Frieden lebt. Okay, dann bist du auch ein Helfer der terroristischen Staat. Darüber können wir jetzt reden. Wer versteckt sich in der Zivilbevölkerung und schießt dann 5000 Raketen auf einen zivilen Staat? Okay, wer hat diese Menschen so sehr gedrängt? Okay. Wer das nicht, guck mal, wenn ich Staatspräsident wäre und ich hätte Israel unter meiner Hand, ne, dann würde ich doch die Menschen, die eine andere Religion haben, gut behandeln, so wie hier in Deutschland, Demokratie, jeder lebt, jeder hat seine Meinung. Zum Beispiel, das ist ja keine Demokratie, die haben ja die Menschen vor Hamas, wir reden ja vor Hamas, haben die schon Kinder getötet und Frauen getötet und alles, der israelische Staat. Vor Hamas. Wie bitte? Der israelische Staat wehrt sich gegen den sogenannten... Nein, der israelische Staat hat... Okay, was war davor? Hamas 2005 wurde erfunden, errichtet. 2005, okay. Vor 2005 gegründet. Ja, genau. Okay, davor, was war davor? Davor wurden ja auch Kinder von denen getötet, Häuser weggenommen, die wurden in die Ecke gedrängt. Zwei-Staaten-Lösung geht nicht. Hey, genau. die haben eine Mauer um Gaza gemacht. Was sollen die da machen? Die haben die so in die Enge getrieben, dass die sagen, ey, wir müssen unter die Höhle, die Soldaten. In Gaza leben wir. Die Armee. Die palästinensische Armee. Hä? In Gaza leben religiöse Wilde. Die Israelis jeden Tag ermorden. Deswegen musste man eine Mauer um diese Wilden ziehen. Ah, Wilden. Boah, das ist eine krasse Aussage. Was du sagst. Also da ähnelst du dich ganz an Hitler. 70% der Gazianer haben die Hamas gewählt. Boah. Ist eine Kopfabschneiderin. Das ist richtig rassistisch. Entschuldigung. Ja, wirklich. Also ich habe wirklich nichts gegen Juden und so. Juden sind uns sogar ähnlicher. Die Juden sind uns ähnlicher und wir haben die Juden geschützt vor euch Christen. Entschuldigung. Doch haben wir immer. Du kannst lügen, wie du willst, aber die Geschichte ist da. Haben Sie die Geschichte ist da. Okay, dann fangen wir mal anders an. Die Europäer. Wer sind die Europäer? Mein Thema ist jetzt Israel-Palästina und die Hamas, nicht die Europäer. Nee, aber ich will ja zu einer Sache führen. Ich will ja zu einer Sache bringen. Die Europäer sind ja von Europa nach Amerika gereist, beziehungsweise haben Amerika entdeckt und haben das Land geklaut oder nicht? Waren das nicht die weißen Amerikaner? Sind die keine Europäer? Ja, und was war auf was für Ziele? Okay, was haben die weißen Europäer in Amerika gemacht? Haben die nicht die Indianer ausgerottet und deren Land geklaut? Haben die nicht danach die mehrheitlich muslimischen Afrikaner aus Afrika genommen und versklavt mehr als 200-300 Jahre? Nein. Doch, haben die gemacht. Nein. Haben die gemacht. Doch, warum lügst du? Das ist eine Lüge. Okay, das ist in Geschichte. Willst mich? Ich habe das in der deutschen Geschichte gelernt. Ich erzähle dir was über die Geschichte. Ohne Das geht gar nicht. Also die Barbaren seid ihr. Ihr seid die Bösen. Abo, ich bin der Host. Ich bin derjenige, der diesen Livestream hier führt. Und wenn du ich mach dich platt, weil du musst weiter. Entweder lässt du mich antworten auf diese Behauptung oder ich muss. Das ist keine Behauptung, das ist die Wahrheit. Okay, ich lasse dich antworten. Also ohne die muslimische Sklaverei wäre die transatlantische Sklaverei nicht möglich gewesen. Das stimmt nicht. Die Christen waren vorher. Und jemenitische Sklavenjäger, die nach Zentralafrika gegangen sind und dort Afrikaner versklavt haben, die dann schlussendlich von den Portugiesen, Holländer, von den Spaniern und von den Engländern gekauft wurden. So ein Narzisst, ey. Diese Sklaverei, diese fest verankerte, in der Scharia verankerte. Oh mein Gott. Nee, das stimmt nicht. Wir haben die Sklaven befreit. Der erste, der in Paradies kommt mit dem Propheten, ist ein Schwarzer. Mohammed wurde. Bilal. Mohammed wurde von 40 Sklaven. Was für Taqiyya? Ihr habt Taqiyya. Mohammed hat seiner Frau, Hafsa, eine Sklavin geschenkt. Und das war Maria, die Koptin. Was gibt es denn für Regeln im Islam über Sklaven? Wie soll man die behandeln? Ihr Christen hattet doch noch mehr, ihr habt Sklaven auseinandergenommen. Du redest mit einem Atheisten hier.
Okay, oder die Christen, die Europäer, der Westen hat doch die Sklaven auseinandergenommen. Der hat doch alles mit denen gemacht. Was für Regeln? Sag, du bist ja Gelehrter. Du bist ja ein. Die kürzeste Sklaverei in der Geschichte der Menschheit war im Westen. Die längste Sklaverei in der Geschichte der Menschheit kommt aus dem Islam. Oh mein Gott! Der Westen, nicht nur, ich Das ist eine Lüge. nenne dir zwei Lüge. Begriffe. Du willst nicht positiv reden. Über Die britische Marine hat mehr als 54% ihrer Schiffsflotte Okay, eingesetzt, wer war um schlimmer? die Die Muslime transatlantische oder Sklaverei. der Westen? Aber ich muss leider Gottes nicht. Entschuldigung. Nein, tut mir leid. Also, er lässt mich nicht ausreden. Ich versuche hier etwas zu erklären. Also erkläre ich das den Zuschauern. Die Briten haben 54% ihrer transatlantischen Flotte dafür eingesetzt, um die, Quatsch, 54% ihrer Marineflotte eingesetzt, um die transatlantische Sklaverei zu unterbinden. Das war Fakt. Die Briten haben schlussendlich 1889 in einem Pamphlet die Sklaverei als illegal erklärt. Und daraufhin haben sie auch Schiffe eingesetzt, um die transatlantische Sklaverei zu unterbinden. Sie haben die Hälfte ihrer Marine eingesetzt, um die transatlantische Sklaverei zu unterbinden. Muslimische Sklavenjäger aus Nordafrika, aus dem Gebiet Jemen und Libyen, sind nach Zentralafrika gegangen und haben ihre schwarzen Brüder und Schwestern dort versklavt und haben sie dann an die Portugiesen, Spanier, Holländer und Engländer und den New Americans verkauft. So, die Sklaverei in der USA war nicht einseitig. Alleine im Raum Virginia, also in den Südstaaten, gab es mehr als 4000 schwarze Sklavenbesitzer. Schwarze, die andere Schwarzen besessen haben als Eigentum. Und im Gegensatz zur islamischen Welt, in der es die Aufbearbeitung für die Sklaverei, der Sklaverei nie gegeben hat, sind in der USA die Nordstaaten gegen die Südstaaten angetreten, um die Sklaverei zu beenden. Das heißt, Hunderttausende von Weiße haben gegeneinander gekämpft, damit die Sklaverei in der USA beendet wird. Fertig. Aber gab es je eine Aufarbeitung der muslimischen Sklaverei? Nein, gab es nicht. Die größte Sklaverei in der Geschichte der früheren Menschheit war durch den Islam geprägt. Warum? Weil der Koran die Sklaverei nie abgeschafft hat. Er hat sie reguliert. Deswegen hat er gesagt, guck mal, wie wir die Sklaven behandelt haben. Du kannst einen Vogel in einen goldenen Käfig tun und ihm das beste Futter der Welt geben. Er bleibt trotzdem ein unfreier Vogel. Und wenn du einen Sklaven schön anziehst und ihm von dem Besten gibst und ihn gut behandelst, bleibt er trotzdem ein unfreier Mensch. So ist die Realität, liebe Freunde. Ja? Und da kannst du mit so vielen schönen Regulierungen kommen, wie du willst. Es ändert nichts an der Tatsache, dass die Sklaverei Menschen unfrei gemacht hat. Und der Islam kennt keine Regelung, mit der er die Sklaverei als aufgehoben definiert hat. Er reguliert die Sklaverei. Die Hadithe, die ich hier genannt habe, sind aus einer sunnitischen Datenbank, der größten Datenbank sunna.com. Und muss man mal gucken, gehe mal kurz da drauf. Ja, und dort kann man faktisch alles nachlesen, Tafsir, alle Hadithe, die es da draußen gibt, und man kann das alles nachschauen. Er negiert sogar die Sahih. Weißt du, ein Hadith kann nicht mehr schwach sein. Saif, er nannte das Wort Saif auf Arabisch schwach. Wenn ein Hadith in Bukhari als Sahih deklariert ist, Sahih heißt richtig, vertrauenswürdig, dann ist er nicht mehr Saif. Und das ist es. Das heißt, das sind die Crème de la Crème, die zu mir hochkommt und versucht mir zu erklären, hey, eine Zweiklassengesellschaft ist ja gar nicht so schlimm. Wenn die Juden und die Christen keine Schutzsteuer bezahlen, dann schmeißen wir sie raus. Ist doch überhaupt kein Ding. Stell dir mal vor, der deutsche Staat würde so mit den Muslimen verfahren. Hey, ihr müsst eine muslimische Steuer bezahlen. Und wenn ihr Steuerhinterzieher werdet, dann schmeißen wir euch aus dem Land raus. Das heißt, die waren nie wirklich Bürger der islamischen Umma. Sie waren immer Leute, die in einem geduldete Zweiklassenbürger, die
in einem islamischen Konstrukt gelebt haben, eine Sondersteuer bezahlen mussten. Und wegen dieser Sondersteuer waren sie ausgeschlossen worden vom Militär zum Beispiel. Sie brauchten nicht zum Militär gehen. Und sie durften aber auch nicht Heerführer werden. Sie dürfen auch nicht Richter am obersten Gerichtshof werden. Sie dürfen nicht Präsident werden. Die Islamische Republik Iran erlaubt keinen Juden und Christen, dass er Bürgermeister einer Stadt wird oder dass Christen Richter am Gerichtshof im Iran werden. Sie dürfen auch nicht Präsident des Landes werden. Das ist die Realität, wenn man in einer Zweiklassengesellschaft lebt, die vom Islam reguliert wird. Das ist es, was Tatsache ist. Dann dürfen wir auch das Wort Slave nicht vergessen. Woher kommt das Wort Slave? Die Osmanen haben mindestens 1 Million Weiße verschleppt in die islamische Welt. Auch in Afrika gab es afrikanische Sklavenjäger, die Weiße verschleppt haben. Ja, ganz besonders in Nordafrika. Das ist die Realität. Und das wollen diese Muslime nicht wahrhaben. Und deswegen, wie soll man mit solchen Leuten reden? Ja, ich sage, komm, lass uns quellenbasiert diskutieren. Ich zeige dir die Hadithe, die Juden und Christen diskriminieren. Ich zeige dir, wie die jüdisch-christliche Geschichte auf der arabischen Halbinsel ihr Ende gefunden hat. Ihr Ende gefunden hat. Ja, ich zeige ihm die diskriminierenden Bemerkungen in der Hadith-Literatur und er will das nicht akzeptieren. Ja, und es ist immer noch Mainstream. Die Vorredner alle haben mich ausreden lassen und ich habe sie ausreden lassen. So funktioniert ein Gespräch. Und dann, wenn es nicht weitergeht, dann lass mich doch mein Telefon hier drehen und dann zeige ich euch die ganzen Quellen. Dann zeige ich euch doch, woher kommt das? Und dann setze ich damit auseinander. Dann tippt er ein bisschen an seinem Computer rum und dann sagt er, ist Propaganda, ist wahrscheinlich von Schiiten erfunden. Das Einzige, was sie sagen können. Ist doch lächerlich, oder? Ist doch wirklich, also das sind die Leute, ja, der hat 5 Minuten gebraucht, um um die Wahrheit herauszurücken, was er von Israel denkt. Wir haben Menschen in unser Land gelassen, die tatsächlich den Staat Israel auslöschen wollen. Das ist nicht mehr Fairness, das ist nicht mehr debattieren, sondern hier will man eine alte Rechnung wieder aufwühlen, ja, eine alte Rechnung will man wieder hervorholen, indem man die Juden, die man vor 1400 Jahren durch Stigmatisierung schon durch die islamische Geschichte gejagt hat, von wegen, die Juden wurden von den Muslimen gut behandelt. Googelt einfach mal jüdische oder Massaker an Juden allein nur im Osmanischen Reich. Und dann googelt mal Massaker an Juden durch muslimische Eroberer. Oftmals findet ihr mehr, wenn ihr das in Englisch tut. Und ihr werdet sehen, dass es viele dokumentierte Überfälle auf das jüdische Volk gibt. Ja, durchweg in der Geschichte. Alleine in Spanien gab es mehrere Pogrome. Ich kann mal kurz in meine Datenbank gehen. Dann kann ich euch mal zeigen, was ich da zusammengesammelt habe. So. Also. Es gab mehrere Massaker. 1066 das Massaker von Granada. 1391 war ein großes Massaker in Kastil und Aragon. Dann gibt es 900, es gab mehrere große Massaker während der Omayyadenherrschaft auf Spanien. Und eins davon war eben die Massaker von, von Granada und von Kastil und Aragon. Das waren drei große Massaker, wo die Chronisten damals berichtet haben, dass die Straßen voller Blut gewesen sind. Da haben die Muslime die Juden richtig abgemetzelt, also wirklich niedergemetzelt. Das war ein Blutbad. Genau das, was die Hamas auch heute gemacht hat. Ja, dann geht es natürlich weiter auf andere Länder. Überall dort, wo jüdische Enklaven gelebt haben und überall dort, wo die Muslime gekommen sind, da haben sie faktisch die Juden diskriminiert. So wie 807 Harun al-Rashid, der Omayyadenherrscher, die Juden den Davidstern befahl, an die Brust zu nehmen.
damit sie als Juden erkannt werden können und damit die Leute zum Beispiel das Fleisch nicht von den Juden kaufen, mit ihnen Juden nicht die Pferde reiten. Was ich sagen wollte ist, in dem Pakt von Omar, da hieß es, dass Juden keine Sattel, die Pferde nicht mit Sattel reiten dürfen, aber die Muslime schon. Das war ein wahnsinnig diskriminierender Akt. Und das sagt, das ist alles Propaganda, ist alles schwach, haben die Schiiten erfunden. Der Pakt von Omar ist doch nicht von den Schiiten erfunden worden. So, das ist die Realität, mit der wir hier heute arbeiten. Liebe, liebe Freunde. Gucken wir mal, wer da noch ist. Gut, da ist auch schon wieder jemand weg. Cashflow. Vielen Dank, Leila. Gut, der ist auch wahrscheinlich nicht mehr da. Ein bisschen zu lange gedauert. Und dann gucken wir mal hier, was hier los ist. Gut. Gut, es scheint so, dass viele Leute jetzt schon weg sind, die sich damals gemeldet haben. Es waren ja ein paar interessante Gespräche dabei, aber wenn man faktenbasiert diskutieren möchte, dann passiert, was passieren muss. Sie wollen es nicht wahrhaben. Nein, unsere eigenen Quellen lügen. Wenn du es sagst, dann sind das nicht unsere Quellen. Ja? Und dann ziehen sie sich diese Propaganda aus der Nase, dass die Juden und die Christen wunderbar unter muslimischer Herrschaft gelebt haben und dass die Christen immer nur so böse waren und so weiter und so fort. Ja? Dann gucke ich mal, wer hier noch so ist. Ach, ja. So. Hörst du mich? Ja, bitteschön. Also ich habe mir das einiger Zeit jetzt angehört und ich muss sagen, du bist sehr, sehr einseitig und auch viele Lügen, ne, muss ich auch ehrlich sagen. Wieso? Nenn mir eine Lüge. Also erstmal hast du erzählt, du hast das Narrativ genommen von den israelischen Medien, dass 40 Säuglinge geköpft worden sind. Bitte erklär mir mal, wie kann man daran glauben? Wie kann ein vernünftiger Mensch, der Verstand hat, an sowas glauben, dass 40 Säuglinge geköpft worden sind? Muslime haben ja auch nicht diese Mentalität, wie zum Beispiel der IS in Syrien und Irak, Hunderte, wenn darum es geht's doch. Ja, Muslime kennen das ja auch Kopfabschlag. Darum geht's doch gar nicht. Warum springst du jetzt auf IS? Dass ich es gewagt habe, diese Mentalität bei Muslime zu beobachten. Mal abgesehen wurde, dass historisch gesehen Imam Ali zum Beispiel den Stamm von Banu Quraysa in einer Nacht... Nein, darüber rede ich ja gar nicht. Ich stimme dir zu, es wurden Zivilisten getötet. Stimme ich dir zu. Das stimmt auch und das ist auch sehr, sehr traurig. Das war auch sehr schade. Und musste nicht sein, sowas, was Hamas da gemacht hat. Musste nicht sein, die haben sich selbst damit ein Eigentor geschossen. So. Aber wie kannst du, der eigentlich seriös sein will und Quellen checken will, solche Lügen weiter verbreiten mit 40 tote Babys. So, das will ich nur, ich will das nur wissen, wie man darauf kommt. Dass du sowas glaubst, das kommt ja von der israelischen Armee. Die haben diese Medien ja aufgegriffen. Selbst die deutschen Medien haben gesagt, das war Fake und haben das zurückgezogen. CNN und so weiter auch. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, komm zum Punkt, damit ich darauf diese Propaganda gegen Palästina und so weiter und diese, vor allem die Israelis, hallo, das Problem, das Kernproblem ist nicht die Hamas, weil du erzählst immer wieder, ja, wie so eine Kette Hamas, Hamas, Hamas. Ja, das Problem ist nicht der Hamas, das Kernproblem ist die Besatzung, die 60-jährige Besatzung der Israelis. Das ist das Problem. Kernproblem, Unterdrückung. Wenn schon, ganz kurz. Wenn schon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern hat der UN-Generalsekretär Guterres, er hat so eine Kritik geäußert gegenüber Israel, sowas gab es seit Jahren nicht mehr. Er hat gesagt, das, was ihr macht, ist Völkermord an den Palästinensern. Und er hat auch gesagt, der Grund dafür, warum das passiert ist, seid ihr. Ihr habt Schuld, dass sowas passiert ist. Mhm. An okay. Eure Unterdrückung. Wenn das Guterres sagt, alle Weltorganisationen, die UN, Menschenrechtsorganisationen, die sagen ja alle, Israel bricht das Völkerrecht. Wer bist du denn, der sagt, nein, Israel begeht kein Völkerrecht? Wer bist du, der das sagt, obwohl Menschenrechtsorganisationen das behaupten, dass Israel Völkerrecht bricht gegenüber Palästinensern? Kein Volk der Welt wird das zulassen, was Palästinensern angetan wird. Kein Volk der Welt.
dass sie so unterdrücken. Gut, aber du und kannst jetzt kommst du. Pass auf, Mahir, schmeiß nicht zu viele Informationen in den Raum, sondern fang an mit einem und dann reden wir darüber. Ja, bitte. So, also, zunächst einmal der Vorwurf, das sei gefakte News von den Israelis. Es ist bewiesen, bitte dich, ich bitte dich. Ich habe eben an deine Intelligenz gezeigt, der das genau das Gegenteil beschreibt. So, also erstens hat es Gräueltaten von Seiten der Hamas gegeben auf dem großen Fest und in den Kibbuzen um dieses große Fest herum. Hat es Gräueltaten gegeben? Was meinst du mit Gräueltaten? Gräueltaten, genau. Heißt zum Beispiel ältere Menschen erschossen, Frauen verschleppt und vergewaltigt, Kinder ermordet und auf alles geschossen, was sich in den Kibbuzen bewegt hat. Ja, daran glaube ich. Also ich glaube daran, dass sie, die haben es übertrieben, klar, die haben Zivilisten getötet. Was ist denn eine Untertreibung für dich? Ja, jetzt was mal ganz ehrlich. Also welcher vernünftige Mensch glaubt daran, dass 40 Säuglinge geköpft worden sind? Ich bitte dich. Zum Beispiel glaube ich das, weil es zum Beispiel während des Syrien-Irak-Kriegs schon genügend Beweise dafür gab, dass Muslime dazu in der Lage sind. Nein, das stimmt nicht. Das ist auch damals, die Schiiten im Syrienkrieg haben auch Propaganda gegen die Dings getrieben, dass sie Kinder geköpft haben. Das kennen wir doch alle schon. Auch damals Nazireich, da hat man gegenüber Nazis auch solche Lügen erzählt. Im Bagdad-Krieg über Saddam Hussein. Wem soll ich glauben? Warte mal kurz. Eine Schneiderbande wie der Hamas oder zum Beispiel der israelischen Armee, die solche Bilder hier veröffentlicht. Das Problem ist, Netanyahu, ja, veröffentlicht, Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Dort sieht man die Bergung der Babys. Merkur, kannst du dir das angucken und dann schaust du dir einfach weiter. So, warum sollte ich bei einer so barbarischen Bewegung wie der Hamas nicht davon ausgehen, dass die Hamas aufgrund ihrer Wut gegenüber Israel zu solchen Schrecken fähig sind, wenn ich sehe, dass sie zum Beispiel junge Frauen vom Festival verschleppen, sie dann vergewaltigen, ermorden und dann mit ihren Pickups, mit ihren toten Körpern auf offenen Pickups durch Gaza fahren und die Gazianer, die dort sind, dann mit Stöcke und mit Fäuste auf den toten Körper einer 23-jährigen Deutsch-Israelin einschlagen. Was kann ich diesen Menschen nicht zutrauen, ist die andere Frage. Erstmal, von wo kommt denn überhaupt die Behauptung? Die Behauptung kommt doch von der israelischen Armee. So, das ist deren einzige Quelle. Die CNN-Reporterin, die war ja vor Ort. Also du vertraust dem CNN oder du vertraust dem palästinensischen... Nein, warte mal kurz. Die CNN-Reporterin, sie hat sich entschuldigt, weil sie war vor Ort. Sie hat nur das genommen. Da haben sie gefragt, von wo haben sie denn die Information? Da meint sie, ja, ich habe das gehört und habe das weitergegeben. So, der Joe Biden, der ist ja ein bisschen senil, er hat auch erwähnt in den Bericht, also als er gesagt hat, er hat 40 tote Babys gesehen, Gräueltaten, und die CNN hat das zurückgezogen, hat sich entschuldigt, dass das nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Es ist eine Lüge, es ist Fake. Es stimmt nicht. Natürlich sagt die israelische Armee, es werden 40 Babys getötet, es wurden alle Frauen vergewaltigt. Damit dieses Narrativ im Kopf ist... Dir entgangen, Mahir, dass an einem Tag 1200 Zivilisten von der Hamas ermordet worden sind. In Wohngebiete, in denen es Kinder gegeben hat, in denen es Familien gegeben hat, ältere Frauen. Hast du die Videos nicht gesehen, wo die Hamas durch die Straßen läuft der Kibbuze und wahllos auf Häuser schießt, in die Häuser eindringt und Menschen in den Bunkerräumen dazu zwingen, rauszukommen und zu ermorden? Ich habe selber mit meinen eigenen Augen gesehen, wie die Hamas ein Bunker öffnet und auf ein 18-jähriges Mädchen schießt. Warum sollte ich so einer barbarischen Gruppe nicht auch zutrauen, dass sie insgesamt schreckliche Gräueltaten begehen, wenn sie Menschen, die in Autos sitzen, die fliehen möchten, beschießen, wenn sie 300 Menschen in den Gazastreifen verschleppen, die dann lebendig auf Pickups sitzen und dann von den Menschen in Gaza gelünscht werden? Ja, ich traue dieser Bewegung alles zu. Warum sollte Israel das faken? Warum? Das stimmt, was du alles gesagt hast. Die Brutalität der Hamas gesehen.
Das stimmt, was du gesagt hast. Das glaube ich auch. Das stimmt. Aber dass man sagt, noch mehr was verbreitet, das fährt sich tote Babys, um das Narrativ, um die Palästinenser ganz auszulöschen, um einen Grund zu suchen, um den Gaza komplett platt zu machen. Weil das ist Die doch das toten Ziel Kinder der waren nicht Israel. der Grund. Die Warte mal toten kurz. Babys waren nicht der Grund. Das Ziel ist doch der von Israel, die wollen die Palästinenser vertreiben. Ich weiß nicht, warum das viele nicht checken. Die Israelis suchen schon lange einen Grund. Dass die meisten Gräueltaten von der Hamas selber gefilmt worden sind? Gräueltaten? Gräueltaten. Ja, was willst du damit sagen jetzt? Das wissen wir doch alle schon. Die Hamas ist halt eben, was soll man machen halt? Ich habe Videos gesehen. Du kannst zum Beispiel auf YouTube gehen, da siehst du Israel News. Ja, Israel News. Schreibst Ja, du zusammen, dann schöne siehst du Quelle. auch. Das ist eine schöne Quelle, weil Israel News strahlt dort Videomaterial aus, unkommentiert. Und du siehst selber, wie die Dschihadi-Kämpfer dort in diese Kibbuze eindringen und was sie dort dann an Gräueltaten begehen. Und dann kannst du sehen, dass man Hamas jegliche Gräueltat zutrauen kann. Und statt zu sagen, 1200 Menschen ist ein richtig schlimmes Massaker an Aber warte mal 400 kurz. tanzenden Menschen an der Grenze zu Gaza. Eine Frage. 400 linke Juden, die da unter dem Motto getanzt haben, Frieden und Verständigung mit dem Volk von Gaza. Wenn du, okay, das kann sein, alles, glaube ich dir auch. Ich glaube, dass auch was passiert ist. Logisch. Die Zivilisten tun mir auch leid, weil es waren auch viele. Ich sage es ja nicht. In Israel gibt es auch viele gute Menschen, die Frieden haben wollen, die auch eine Zwei-Staaten-Lösung haben wollen mit den Palästinensern. Das bestreite ich alles gar nicht. Das sagen auch viele Israelis. Das Problem ist aber, in der Regierung von Netanyahu sind rechtsradikale Faschisten an der Macht. Dann Netanyahu übrigens auch wieder ein Narrativ aus der Presse übrigens. Was? Ist es dein Ernst? Ja, du übernimmst Narrative aus der Presse Das ist und bist verärgert, dass ich Narrative aus der Presse übernehme. doch bekannt, dass die Ist Netanyahu. er ist ein sogenannter Hardliner. Ja, er ist Nein, aber nein, 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 nein. Das er ist hat ein ein Hart. sogenannter Nein, nein. Hardliner. Es sind Faschisten, Rechtsradikale. Das sagen sogar Israelische, die demonstriert haben, sagen, ihr unterstützt Faschisten. Das hat sogar Israelis gesagt, die gegen diese Regierung demonstrieren, weil die Angst haben, dass das Land immer rechter und rechter wird. Ja? Und wenn ein Na, was Siedler willst du jetzt sagen? Was willst du jetzt sagen? Was willst du jetzt damit sagen? das. Komm mal da zu dem Punkt. Was willst du Du sagen? bist derjenige, der Hitler und allgemein die Nazis, den Islam als ja sozusagen Vorfahren der Nazis betrachtet, aber selber eine rechtsradikale Regierung, die momentan an der Macht ist, in Israel unterstützt. Also dafür nicht, Habe dafür. ich Netanyahu heute in den 4, 5 Stunden, die ich hier bin, habe ich Netanyahu auch nur ein einziges Mal im Mund genommen? Habe Ja, ich die aber. israelische Regierung ein einziges Mal in den Mund genommen Ja, und warte habe mal gesagt, kurz. der Wenn du Staat pro. Israel hat eine Existenzberechtigung? Ich bin kein Anwalt der Netanyahu-Regierung. Ja, Ich warte mal kurz. bin auch kein Apologete der Netanyahu-Regierung. Ich rede nur über das Existenzrecht der Juden auf dem heutigen Gebiet Israel. Mehr tue ich nicht. Ja, aber wenn du schon pro Israel bist, dann bist du ja auch pro der Regierung, ne? Bist Weil du nicht die. pro Israel? Was? Bist du pro Israel? Also Akzeptierst ich. du das? Akzeptierst du das Existenzrecht der Juden auf dem heutigen Staatsgebiet Israels? Also ich bin nicht dumm, ne? Es kann, es. Man kann die Juden, Beantworte die. doch die Frage einfach. Ja, warte doch mal, das ist ja keine Ja. Das ist ja keine Ja-Nein-Antwort. Akzeptierst du das Ich bin nicht so Staat Israel? dumm, auch viele sind nicht so dumm. Es gibt es, man kann die Israelis immer raufschmeißen, die bleiben da. Die bleiben, das ist deren Heimat. Es Da muss hat sich eine jetzt zweite. beantwortet, du drückst dich vor der Frage. Akzeptierst du das Existenzrecht Israels? Ja, es ist ja, Ja oder sozusagen. nein? Ja, sozusagen ja. Nicht sozusagen. Akzeptierst du, dass es dort einen Staat Israel gibt und sprichst du diesem Staat die Existenzberechtigung zu oder ab? Das ist doch eine ganz einfache Frage, Mahe. Ne? Ja oder nein? Ich höre dich nicht mehr. Die Verbindung ist weg. Okay, die Verbindung ist leider abgebrochen. Deswegen musste ich ihn leider Gottes. Vielleicht kommt er später noch mal rein. Sinnlos. Mal sehen.
Ja, bitteschön. Guten Abend, kannst du mich hören? Ich höre dich sehr deutlich. Also, ich wollte einfach nur mal kurz eine Frage stellen, weil ich beobachte deinen Lauf jetzt schon länger und mich würde mal interessieren, wie du denn den Konflikt siehst und ob du vielleicht Lösungsansätze hättest oder wie du das Endergebnis gerne hättest in Ja. diesem Konflikt. Also, schaue ich zurück in die Geschichte der Entstehung des Staates Israel. Schaue ich mir an, wie die Reaktion der umliegenden arabischen Staaten, ganz besonders aber auch Jordanien und Syrien und Ägypten, auf die Staatsgründung war. Und wenn ich mir anschaue, die erste kriegerische Auseinandersetzung, die faktisch, also davor gab es schon kriegerische Auseinandersetzungen, aber nach der Staatsgründung war das die erste große kriegerische Auseinandersetzung 1948. Mit den Und Palästinensern, wenn ich mich richtig erinnere. mit den Arabern. Palästinenser gibt es nicht. Ich lehne den Begriff Palästinenser ab, weil ich aus tiefstem Herzen nicht daran glaube, dass es ein Volk gibt, das tatsächlich das Recht hätte, sich als eine politische Entität mit dem Namen Palästinenser nennen zu dürfen. Glaube ich nicht. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Die Araber, die damals dort sich gegen eine Staatsgründung Israels gewehrt haben, haben sich gewehrt, weil sie ge gesagt haben, das ist arabischer Boden und den nehmen uns die Juden weg. Deswegen gab es diese kriegerische Auseinandersetzung. Dann hat sich die UNO eingeschaltet, also erst eigentlich der Völkerbund und dann später die UNO. Später hat sich die UNO gegründet aus dem Völkerbund. Und der Völkerbund hat dann die Juden und die Araber an den Tisch geholt und hat gesagt, passt mal auf. Die britische Mandatsmacht hat ganz klar versucht, einen jüdischen und einen arabischen Staat zu bilden. Und dementsprechend wurden die arabischen Widerstandsgruppen dort herbeigerufen und man hat sich an den Tisch gesetzt und man hat das alles ausgehandelt. Das war die historische Chance 1948, die die Araber verpasst haben. Denn sie hätten dort zu einem überwiegend großen Teil alles bekommen, was sie sich vorgestellt haben. Und das haben sie nicht akzeptiert und haben ihren Krieg gegen den frisch gegründeten Staat Israel weitergeführt. So, das ist die Realität. Das ist die Wirklichkeit, den auch kein Araber tatsächlich aussetzen kann. So, dann was ist passiert? Die arabischen Staaten haben Israel zum Todfeind erklärt und haben eine ganze Agenda, eine ganze Propagandamaschinerie auf die Existenz des Staates Israels aufgebaut. Zwei-Staaten-Lösung oder Ein-Staaten-Lösung, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das müssen die Araber unter sich ausmachen mit den Juden. Oder was die Juden selbst von ihrem Land geben wollen, damit es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt. Weil schlussendlich irgendwann mal, wenn es wirklich, ich meine, wie will man eine Zwei-Staaten-Lösung organisieren? Wie will man das machen? Die Palästinenser sind im Westen versprengt und im Osten versprengt. Und dann gibt es inmitten dieses Neben diesen palästinensischen Gebieten gibt es dieses Gebiet, das sich sozusagen wie eine Schere in der Mitte das Land durchteilt, und das ist Israel. Die Palästinenser werden niemals eine nationale Einheit bekommen. Es sei denn, die Menschen aus dem Westjordanland ziehen alle rüber nach Westbank und nach Gaza. Und dann können sie auch eine Nation wenigstens mit einheitlichen Grenzen werden. Aber wird es wahrscheinlich nie zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen. Es sei denn, Westjordanland oder Gazastreifen und Westbank hat die gleiche Kontrolle über das Westjordanland. Ja, aber im Moment gibt es die Hamas, die Gaza und Westbank kontrolliert, und dann gibt es das Westjordanland, das durch die Fatah-Bewegung kontrolliert wird. Also zwei politische Bewegungen, die unterschiedliche Ziele haben. Und deswegen wird es wahrscheinlich erstmal keine nationale Einheit geben. Es sei denn, es passiert wie bei Indien, Pakistan. Millionen von Muslime wandern aus Indien aus und gehen auf den neu gegründeten Staat Pakistan zu. Und die Hindus, die auf pakistanischem Gebiet gelebt haben, gehen nach Indien, und die religiösen oder Volksgruppen verschieben sich. Und das ist das Einzige, was es auch in der Palästina-Frage geben kann. Die Araber aus dem Westjordanland müssten alle rüber und müssten dann einen Teil des israelischen Gebietes übernehmen, und die Israelis übernehmen das Westjordanland zum Beispiel. Ja, und dann könnte man tatsächlich so etwas wie einen einheitlichen Staat schaffen.
Die Frage Zwei-Staaten-Lösung, Ein-Staat-Lösung ist meine persönliche Meinung. Und ich finde, die ist gar nicht so relevant, weil das ist eine Frage zwischen den Arabern und den Israelis. Was ich aber beobachte, ist, dass die Araber all ihre historischen Chancen vertan haben, mit den Juden einen Deal auszuarbeiten, der auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinausgeht. Fragst du mich nach meiner persönlichen Meinung, die ich nicht so gerne in diesem Fall abgebe, ja, weil ich weder Israeli bin noch zu den Palästinensern gehöre, dann würde ich sogar von einer Ein-Staaten-Lösung plädieren, in dem die Araber, die Palästinenser komplett ihre Fake-Identität als palästinensisches Volk aufgeben und zu Bürger Israels werden. Mit allen Rechten und Pflichten, die damit einherkommen. Und dass Israel sich darum bemüht, diese Gebiete prosperieren zu lassen. Das heißt, dass sie sich schnell entwickeln, dass sie wirtschaftlich schnell anschließen, dass sie Arbeit dort haben, dass sie dort eine Lebensperspektive haben, dass sie Israelis schnell anfangen, in den Gebieten eine Zivilgesellschaft aufzubauen und die extremistischen Gruppen dort zerschlagen und den Bürgern wieder dort helfen. Ja, vielleicht gute Staatsbürger Israels zu werden. Das ist meine persönliche Meinung darüber. Ja, deswegen, wenn du mich gefühlsmäßig darüber fragst, würde ich sagen, ich bin für eine Einstaatenlösung. Israel übernimmt Gaza, Westbank, Westjordanland und hilft den Menschen dort in Frieden zu leben. Wenn die Menschen da satt sind, wenn es ihnen da politisch gut geht, wenn es ihnen gesellschaftlich gut geht, dann fallen vielleicht viele Ressentiments gegenüber den Juden weg. Aber dann verliert der israelische Staat seinen typisch jüdischen Charakter. Und das ist eins der Dinge, die Israel nicht verlieren will. Aufgrund der Geschichte will sich Israel nie wieder dem Klima aussetzen, dass eventuell sie sich Territorium mit einem anderen Volk teilen müssen, das eventuell irgendwann mal gegen sie aufsteht. Und deswegen brauchen sie ihre eigenen sicheren jüdischen Grenzen. Das ist für Israel sehr, sehr, sehr wichtig. So, wünschen würde ich mir, dass Israel die terroristischen Bewegungen zerschlägt. Und dass es dann schlussendlich zu einer, ja, dass Israel einen Ansprechpartner bekommt, einen politischen Ansprechpartner, der in der Lage ist, mit Israel vernünftige Friedensgespräche zu führen und vernünftige Konditionen auszuarbeiten, damit die Menschen in den sogenannten besetzten Gebieten wieder aufatmen können. Wir reden immer von besetzten Gebieten, mein Lieber, sinnlos. Aber es gibt keine besetzten Gebieten mehr. Die Araber haben ihre Gebiete zurückbekommen. Schau mal, die ganzen Gebiete, die Israel sich genommen hat, sind alle in der Zeit entstanden, als Israel sich immer verteidigen musste. Und da hat dann Israel den Westbank, die Westbank besetzt, den Gazastreifen besetzt, das Westjordanland besetzt. Aber sie sind überall raus. Sie sind alle weg. Sie sind aus dem Libanon raus. Sie halten nur noch die Golanhöhen, weil da so ein verrückter Diktator in Damaskus sitzt. Ja, aber sie haben Libanon wieder aufgegeben, sie haben die drei Gebiete der Palästinenser aufgegeben, ihnen sogar zurückgegeben als ein Deal Land gegen Frieden. Das heißt, alle Chancen liegen auf dem Tisch. Wenn die Araber ihre Waffen heute niederlegen, können die Friedensgespräche morgen schon beginnen. Das Letzte, was die Israelis wollen, ist mit solchen religiösen Verrückten sich von einem Jahrzehnt ins andere Jahrzehnt herumzuschlagen. Ganz einfach. Die Israelis wollen Frieden, aber die Araber wollen ihn nicht. Sie schlagen ihn per se seit 80 Jahren aus. Also du sprichst eigentlich genauso das an, so wie ich eigentlich auch den Eindruck habe. Also so wie ich das jetzt so mitbekommen habe, scheinen es hier quasi zwei Todfeinde zu geben. Beide Seiten wollen sich vernichten, beide Seiten schenken sich nichts und im Endeffekt sieht es für mich derzeit zumindest nicht nach einer Zwei-Staaten-Lösung aus, sondern wirklich auch nur nach einer Ein-Staaten-Lösung. Zumindest nach dem Momentum jetzt kann es halt nur einen Gewinner und einen Verlierer geben. Und das wird in dem Fall, wie in unserer Natur es schon seit Jahrhunderten darauf hinausläuft, dann wahrscheinlich der Stärkere sein, der dann im Endeffekt der Stärkere. Das wissen die Araber. Sie schaffen es, Israel nicht von der Landkarte zu fegen. Israel hat mehrere geografische Probleme. Israel ist sehr angreifbar. Und das ist auch eines der Gründe, warum Israel auch so erschreckend zurückschlägt. Warum Israel jeden Schlag, den es bekommt, zehnfach vergeltet. Damit die Feinde
eben dieses fragile Land nicht einfach so angreifen können. Die Hamas droht mit der Auslöschung Israels, aber jetzt vor kurzem habe ich den Chef der Hisbollah gehört, Seyed Hassan Nasrallah, der gesagt hat, also wir können in einem einzigen flächendeckenden Bombardement können wir Israel in die Steinzeit zurückbomben. Und ich glaube es ihm auch. Ja, weil Israel hat keine Berge, in dem es seine Raketenstationen und Atomkraftwerke verstecken kann. Ja, es ist alles recht überschaubar. Und es ist kein Kunststück für einen Angriff gegen Israel, denn solche Ziele zu treffen. Israel kann über Nacht der Strom entzogen werden. Die Versorgung, die Flugverbindungen können in wenigen Stunden lahmgelegt werden. Es kann nukleare Katastrophen geben, indem die Atomkraftwerke dort hochgenommen werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, Israel zu schaden. Deswegen hat Israel überhaupt keine Interesse. Und das war auch bei der Staatsgründung von Israel ja auch so angegeben worden. Bei der ersten Rede in der Knesset hieß es, wir wollen eine freundschaftliche und brüderliche Beziehung zu den Nachbarländern. Aber die Nachbarländer haben den Mittelfinger gezeigt und haben Israel dann schlussendlich den Krieg erklärt, der bis heute andauert. Aber sie sind von religiösen Freaks umzingelt, die nur an eine Sache denken, die Auslöschung der Juden im Nahen Osten. Die Hezbollah, die Hamas, der Islamische Dschihad, die Muslimbrüder in Ägypten und so weiter und so fort. Das ist die Realität und mit der muss der Israel arbeiten. Ja, das stimmt natürlich. Also ich hatte mir auch mal die Karte um Israel angeguckt und da ist mir auch aufgefallen, dass Israel von Ländern umgeben ist, die Israel auch vernichten wollen. Ja. Die eine eher feindliche Haltung gegenüber Israel haben. Ja. Das ist es ja. Es gibt keine Friedensparteien um Israel herum. Und dann gibt es diese schändliche Propaganda, dass die Juden, weiß ich nicht, Vasallen des Westens sind und dass sie nur ausführen, was die Amerikaner und die Briten und die Franzosen von ihnen wollen und so weiter und so fort. All diese Gerüchte haben sich in der arabischen Welt festgefressen. Und die Tatsache, dass Hitler Mein Kampf und die Weisen von Zion die beliebtesten Propagandabücher in der arabischen Welt sind, das zeigt schon, wohin es geht, wenn man diese Völker nicht in Schach hält. Ja? Die sind wirklich geleitet von dieser Vision, dass die Juden ein verschwörerisches Volk sind, dass sie überall an den Schaltstellen der Macht sitzen, dass sie die Börsen und die Banken in der Hand haben. Das ist ja der Vorwurf an die Juden auch. Und die Araber bedienen sich dieser Stereotype, um die Israelis zu bekämpfen und die Juden zu bekämpfen. Ja, und jetzt verkleiden sie das halt eben alles unter Begriffen wie, wir bekämpfen nur den Zionismus, aber nicht das Judentum und solche Sachen. Zumindest bezüglich den Juden, was zumindest ein Fakt ist, dass die Juden schon immer sehr gut mit Geld umgehen konnten. Die waren schon immer sehr erfolgreich, wenn es um Geschäfte ging. Sie wurden gezwungen, diese Geschäfte aufrechtzuerhalten. Es ist nicht so, dass sie wurden aus anderen Berufen ausgeschlossen. Sie durften nur Handelsberufe ausführen. Sie durften nur in die Wirtschaftszweige einsteigen. Spanien hat es so gemacht. Ja? Selbst das spanische Christentum hat die Juden auch nur auf den Gewerbe des Finanzhandels reduziert. Was konnten die Juden auch anderes machen, wenn sie zum Beispiel nicht Schuhmacher werden durften oder sie keine anderen Berufe ausüben durften, weil es den Juden untersagt war, in solche Berufe einzusteigen? Das ist der Skandal, dem wir hier auch ausgesetzt sind. Diese ganzen Stereotype, dass Juden gut mit Geld umgehen können, ist auch eine Form von Antisemitismus. Sie sind in diese Kasten sind sie reingedrückt worden. Sie sind gezwungen worden. Schau dir doch mal an, was das Nazireich mit den Juden gemacht hat. Ja? Sie durften plötzlich nicht mehr in Behörden arbeiten. Sie durften nicht mehr in Fachberufen arbeiten. Ja, ich meine, sie wurden ausgesperrt, also weil man ihnen nicht vertraut hat. Handelt nicht bei Juden, kauft nicht bei Juden. Die Juden sind raffgierig, Juden sind dies, Juden sind das. Raffgierig, Juden sind dies, Juden sind
von einem Jahrhundert ins nächste getragen worden ist und die alle aus der früheren Zeit kommen. Die Nazis haben nur wiederbelebt, was hunderte Jahre zuvor in ganz Europa gang und gäbe war gegen Juden. Die Juden wurden ausgegrenzt. Deswegen verstehe ich deren Sehnsucht auch nach einem nach einer Heimstätte, wo diese Stigmatisierung, diese Stereotypisierung aufhört. Ja, das erste Mal sind, glaube ich, die Juden 70 nach Christus von den Römern vertrieben worden. Ich glaube, das war das erste Mal, wo die Juden vertrieben worden sind. Müsste, glaube ich, in der Geschichte so gewesen sein. Selbstverständlich. Es gab mehrere Auseinandersetzungen zwischen dem jüdischen Volk und den Römern. Infolgedessen wurde ja auch Judäa, was ja übersetzt Land der Juden bedeutet, ja auch in das lateinisch-griechische Wort Palästina umgewandelt, was so viel heißt, die durchziehenden Völker. Ja, dadurch wollten die Römer die Beziehung der Juden zu ihrem eigenen Boden abschneiden und sie von ihrer Geschichte trennen. Das ist ja der Grund. Die Juden hatten mehrere Dynastien auf diesem Boden. Sie haben eine fruchtbare Geschichte, sie haben eine reichhaltige Geschichte, die beweist, dass es jüdische Dynastien dort gegeben hat, dass Juden dort gelebt haben. Aber es gibt kein palästinensisches Volk. Das ist fake. Das ist einfach nur eine unsinnige Geschichte, erfunden von palästinensischen Funktionären in den 60er und 70er Jahren. Deswegen, die palästinensische Flagge ist nicht gegeben. Schau dir das die beiden Flaggen an. Das ist ein klitzekleiner weißer Stern im roten Feld. Das ist der Unterschied. Warum? Weil die Araber sich damals nicht als Palästinenser gefühlt haben. Sie waren Jordanier. Deswegen hat Jordanien ja auch die Kontrolle gehabt über Jerusalem bis 1967. Und die Israelis haben das dann von den Jordaniern weggenommen im Sechstagekrieg. Das ist die Geschichte hier zeigt, dass die Weltgemeinschaft die Erfindung eines Fake-Volks angenommen hat. Ja, sie haben akzeptiert, dass sich ein Volk selbst erfunden hat. In Wirklichkeit sind das Araber. Und ihre Führer sagen das auch. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. So läuft das. Also das ist im Groben so quasi der Hintergrund. Ja, der Hintergrund ist der, dass die Juden Sehnsucht nach einer sicheren Heimstätte hatten. Ganz besonders nachdem der Antisemitismus 1850 und bis in die 1920er überall in Europa wieder an Schwung zugenommen hat. Ja, und das mündete in verschiedenen Problemen, die Juden gehabt haben. Sie haben sich als Juden verstanden, aber sie waren trotzdem loyale Bürger des Staates. Und dann wurden sie aber schlussendlich ausgegrenzt, obwohl sie jede Menge Anstrengungen unternommen haben, um ein Teil dieser Gastgesellschaften zu werden. Und das hat bei den Juden dazu geführt, dass eine große Sehnsucht, Theodor Herzl hat das Problem erkannt, lest doch mal die Schriften von Theodor Herzl, wie er das Problem beschreibt, dass die Juden im Grunde genommen sich aus verschiedenen Gründen nicht in die europäischen oder die westlichen oder in die Gesellschaften auf der Welt nicht integrieren können, weil sie immer als ein Fremdkörper verstanden werden. Ja, und das führte zu diesem Bedürfnis nach einer sicheren Heimstätte für die Juden. Und nicht, weil der Westen Theodor Herzl aufgestachelt hat, eine europäische Enklave mitten im Nahen Osten aufzubauen. Ja, natürlich, Theodor Herzl, wo soll er hingehen? Zum Osmanischen Reich, das marode und pleite war? Oder soll er besser zum britischen Empire gehen und dort nach Hilfe suchen für die Gründung eines jüdischen Staates auf dem britischen Mandatsgebiet Palästina? Dann geht man dahin, wo die Power ist. Und das haben die Juden gemacht. Europäische Intelligenz ist auf arabische primitive Kultur gestoßen. Deswegen haben die Araber die Juden auch da nicht geschlagen, weil sie sind mit europäischem Know-how gekommen in eine Welt, wo die Leute da noch, weiß ich nicht, Karren wie vor 500 oder 600 Jahren durch die Gegend geschoben haben. Ja, aber die Juden, die eingewandert sind, das waren die Crème de la Crème der Juden. Das waren Ingenieure, Techniker, das waren Physiker, das waren Architekten, das waren Politiker, das waren Leute, die über Militärstrategien
gut Bescheid wussten. Und die sind getroffen auf archaische Gesellschaften. Die sind getroffen auf arabische Stämme, die sich noch untereinander bekriegt haben. Ja, und dann kommt plötzlich die Intelligenz in Form des Judentums und übernimmt dieses Land dort. Es ist doch kein Wunder, dass die Araber nicht ein einziges Mal Erfolg haben konnten gegen die Juden. Und warum die Juden tatsächlich aus dem Gebiet, in dem sie jetzt leben, auch so ein blühendes Land gemacht haben, während der Westjordanland und der Gazastreifen und die Westbank immer noch ein Shithole ist, weil die sich dort immer noch auf archaische Strukturen berufen. Die reiten heute immer noch im Westjordanland und in den anderen besetzten, in sogenannten besetzten Gebieten oder Autonomiegebiete, reiten sie immer noch mit Kutschen und Holzkarren rum, wie vor 100 Jahren, auch wenn es da Autos gibt und so. Sie können keine zivilen Strukturen schaffen. Ihre Religion steht ihr im Weg und ihre arabische Mentalität steht ihr im Weg. Und dann kommt plötzlich die jüdische Intelligenz aus Europa und räumt da im Nahen Osten ordentlich auf. Und deswegen konnten sie auch diesen Staat Israel gründen. Und ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen, dass sie es geschafft haben, in so einer feindlichen Umgebung im Grunde genommen eine Oase des Friedens zu schaffen, die jetzt keine Oase mehr des Friedens ist. Ich würde sagen, Israel ist noch nie so gefährdet gewesen wie jetzt. Noch nie. Es ist echt bedrohlich, was wir jetzt erleben. Es ist kein Spaß. Und jetzt haben wir es mit echt effektiv Arbeiten in Widerstandsbewegungen zu tun. Wir haben es mit einem Staat Iran zu tun, der Israel richtig gefährlich werden kann. Das ist der Teufel, den der jüdische Staat augenblicklich begegnet. Ja. Ja. Und so läuft das, liebe Freunde. So läuft das. Das ist die Wirklichkeit um diesen Konflikt. Vielen Dank, Leila. Oh, hole ich mal den Lukas hoch. Mal gucken, wie lange ich das jetzt noch machen werde. Also recht herzlichen Dank, Rosi. Vielen Dank auch für eure Spenden und so weiter. Ja, im Moment sind alle Gäste weg. Jetzt habe ich nur noch einen, der ist Lukas. Der heißt Lukas, aber der schafft es auch nicht hoch. Ich glaube, der ist schon gar nicht mehr da. Gut. Also, ich habe, wie gesagt, ich hole nicht sehr gerne Leute hoch, die mit mir einer Meinung sind. Ich hole gerne Leute hoch, die mit mir nicht der gleichen Meinung sind. Und es hat leider nicht geklappt. Manche waren super aggressiv und andere waren ja sehr moderat und waren ich kann es nicht ändern. Ich versuche hier, was den Islam betrifft und was den Palästina-Israel-Konflikt betrifft, zu wahrheitsgetreu darüber zu sprechen, wie es nur geht. Und wenn das nicht geht, ja, was soll ich machen? So, sinnlos ist wahrscheinlich, sinnlos, wo war der? Ah, okay, gut. Was auch immer, liebe Freunde. Ich denke, es ist jetzt auch spät, auch für euch. Es ist jetzt 1 Uhr in Deutschland und ich danke erstmal, also, dass ihr alle da gewesen seid, weil ihr wisst ja, 118.000 Likes, recht herzlichen Dank für eure vielen Drückerei auf den Schirm. Ich versuche mich durch den Konflikt durchzuschlagen und den Konflikt zu studieren. Ich kann auch mit einem falsch liegen. Ich kann auch völlig missinformiert sein. Ja, ich versuche, was ich kann, um zwischen den Zeilen die Wahrheit zu finden. Und das ist nicht immer einfach. Ja, es ist nicht immer einfach. Aber ich sehe auf der einen Seite eine aggressive Nation, die schlimmsten Verbrechen gegen Zivilisten verübt. Und ich sehe auf der anderen Seite, dass 2 Millionen Araber in Israel keinen Pogrom ausgesetzt sind und sie nicht jetzt der Stimmung des Volkes ausgesetzt sind und die Geschäfte von Arabern niedergebrannt werden. Nein, die Israelis sind ein zivilisiertes Volk. Sie wehren sich gegen eine Widerstandsbewegung, die nichts weiter als die Auslöschung Israel wünscht. Das ist alles. Die Israelis haben Gebiete zurückgegeben und die Palästinenser wollen die Gebiete, auf denen die Israelis leben. Und wie kann man mit so einem Volk Grenze an Grenze leben? Eines wird klar sein, es wird ein wahnsinnig großer Verlust für die israelische Armee. Es werden wahrscheinlich tausende israelische Soldaten in diesem Konflikt fallen.
Und Israel ist gezwungen, den Gaza sich wieder zurückzuholen. Israel wird den Gaza unter ihre Kontrolle bringen. Ja, zu einem sehr blutigen Preis. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn sich die Hezbollah einschaltet oder der Iran. Dann haben wir einen Flächenbrand im Nahen Osten, vor dem wir auch hier in Europa nicht verschont werden. Dann werden wir blutige Anschläge auf Juden erleben, blutige Anschläge auf Nichtmuslime erleben. Dann werdet ihr die ganzen muslimischen Massen, die in Europa sich festgesetzt haben, ihr werdet dann ihr hässliches Gesicht sehen. Alle devoten Muslime werden auf die Straße gehen. Und die ganzen Muslime, die nur vom Namen her Muslime sind, die werden sich aus Sympathie auf die Seite ihrer Glaubensbrüder stellen. Und dann wird es fürchterliche Konsequenzen für unser Leben haben. Ihr wisst gar nicht, wie nah wir dran sind, die Büchse der Pandora zu öffnen. Braucht nicht mehr viel. Und wir erleben einen fürchterlichen Sturm, der auch Europa, die ganze westliche Welt treffen wird. Und dann werden wir uns wünschen, dass wir niemals dafür gesorgt hätten, dass so viele muslimische Migranten aus islamischen Diktaturen nach Europa kommen. Ja, und das ist das, was ich für die nächste Zeit voraussehe, wenn Israel hat, glaube ich, heute seine Bodenoffensive gestartet und will in den Gaza reingehen, muss in den Gaza reingehen. Die Hamas immer und immer wieder von vorne an. Ja, und sie muss die Hamas ausschalten. Und der Preis wird also ein Grabenkampf sein, wird ein Häuserkampf sein. Da wird es um jeden Haus gekämpft. Ich will gar nicht wissen, wie viele israelische Soldaten dabei sterben werden, wie viel Blut auf beiden Seiten fließen wird, bis der Konflikt beendet ist. Ich will es gar nicht, wissen. Ja, und ich sehe dunkle Zeiten auch auf Europa zukommen, dunkle Zeiten auch auf den Nahen Osten zukommen. Und die großen Akteure, auch Russland, China und die USA, sie werden alle dabei kräftig mitmischen. Und ich befürchte, dass es dann so etwas wie eine Kettenreaktion gibt. Richtig unangenehm. Und ohne Hilfe der Amerikaner können die Israelis diesen Konflikt im Gaza auch nicht durchziehen. Die Amerikaner müssen helfen. Die israelische Armee ist nicht so stark, wie ihr denkt. Ja, die bestehen ausschließlich aus Reservisten. Ja, die gehen da 2,5 Jahre zum Militärdienst und danach fassen die nie wieder eine Waffe an, wenn es nicht sein muss. Die sind sehr schlecht ausgebildet. 2,5 Jahre ist gar nichts. Deswegen sind es viele Reservisten, die jetzt kommen und sich dann in den Krieg stürzen. Ja, die haben Elitesoldaten, aber das sind nicht viele. Ja, die meisten sind tatsächlich nur Reservisten. Ja, und ich weiß nicht, ob die so einen Häuserkampf mit der Hamas auf gleichem Niveau kämpfen können wie die Hamas, die sich ein ganzes Leben lang auf der Guerilla-Ebene ausgebildet hat. Ja, Häuserkampf ist ihre Spezialität. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass der israelische Geheimdienst alles tun wird, um so viele Ziele wie möglich auszuschalten. Aber das wird ein sehr blutiger Konflikt. Und dann zeigt es sich, wer sich auf die Seite der Barbaren stellt oder wer, vielen Dank für die super vielen Likes, liebe Freunde. Ich danke euch recht herzlich. Und dann ist das keine Frage mehr von Pro-Palästina oder Pro-Israel. Es ist eine Frage von Zivilisation gegen Barbarei. Ja, ich sage immer wieder, wenn auch nur ein arabisches Land so funktionieren würde wie Israel, meine Güte, schaut euch diese ganzen abscheulichen Diktaturen im Nahen Osten an. Und das ist das, was die Araber auch so feiern. Die feiern ihre Diktatoren. Ja, die feiern Assad, den König von Jordanien, die feiern ihre Saudis, die feiern ihre irakischen Herrscher und ihre Mullahs, ja, ihre Ein-Mann-Herrscher und Diktatoren. Ja, das ist es, was die machen. Ja, in Israel wird gewählt, auch wenn Hardcore-Leute da sind, aber in Israel wird gewählt. In Israel leben die Menschen ein recht ziviles Leben und nur zu sagen, oh, Israel ist keine normale Nation, weil die da faktisch alle Waffen haben. Ja, was sollen sie doch machen, wenn sie von Wilde umzingelt werden? Was sollen sie machen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Israel kein Interesse daran hat, dass ihre Bürger mit einem Maschinengewehr zum Strand gehen, um dort zu baden.
aber sie müssen jederzeit damit rechnen, dass sie überfallen werden von ihren barbarischen Nachbarn. Ja, das hat aus dem anfänglichen Staat Israel auch erst eine Militärgesellschaft gemacht, weil es so viele anprangern. Es ist ja keine normale Gesellschaft, die sind ja alle Militär. Was soll sie machen bei so einem Klima um dieses Land herum? So, dann gucke ich mal sehen, wer ist noch da. Also Sinnlos ist noch mal da. Mal sehen, ob ich Sinnlos noch mal reinbekomme. Ja, also du warst mal für einen kurzen Moment weg, Sinnlos. Ja, hi. Leider ist meine Verbindung hier bei mir zu Hause nicht sehr gut, weshalb es da dann mal passieren kann, dass ich mal rausgeschmissen werde. Ja, ist kein Problem. Also ich habe gemerkt, du warst weg und dann habe ich ein bisschen weitergesprochen und jetzt bist du ja wieder da. Ja, das war so die Zusammenfassung von dem, was ich beobachtet habe. Und ich bin einseitig in diesem Konflikt. Ich bin nicht einseitig, wenn es dazu kommt, den Wunsch zu äußern, dass das Sterben auf beiden Seiten aufhört. Ich bin kein Sadist. Ich freue mich nicht wie die Palästinenser und verteile Süßigkeiten auf deutschen Straßen und tanze. Und im Iran wurden Süßigkeiten verteilt auf der Straße und alle haben sich gefreut über diesen Überfall. Ja, ich bin nicht so ein Monster, dass ich mich freue, wenn Palästinenser, Männer, Frauen und Kinder sterben. Aber dieser Konflikt ist von Anfang an nur auf einer sehr blutigen Ebene zu lösen. Was soll Israel denn anderes tun, als in die besetzten Gebiete rein und die Häuser zu reinigen von der Hamas? Die Kommandostützpunkte, die Raketenabschussbahnen, die Tunnel, die Versorgung abschneiden, damit sie wirklich die Hamas ausräuchern können. Und dann bin ich gespannt, wenn die Hamas weg ist, wie sich dann das palästinensische Volk entscheidet. Immerhin. Die Hamas hat angeblich am Anfang jede Menge getan, ist aber dann zu einer kompletten militärischen Bewegung geworden, die sehr brutal und rücksichtslos ist gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, weil sie eine reine islamische Widerstandsbewegung sind. Nein, eine reine islamische Terrorbewegung sind, Entschuldigung. Und sie träumen vor dem Märtyrium und sie schätzen das Leben nicht. Und weil sie das Leben nicht schätzen, ist es ihnen auch völlig egal, dass sie aus den Wohngebieten ihre Raketen abschießen. Und sie wissen auch, sie wussten, als sie Israel angegriffen haben, dass es einen Flächenbrand geben wird. Sie wussten, dass Israel so reagieren wird, weil Israel nie in der Geschichte anders reagiert hat als jetzt seit dem 7. Oktober. Bezüglich der Hamas hätte ich einige Fragen an dich. Gerne. Also ich sehe jetzt deine Flagge mit Palästina und da steht Hamas gleich ISIS. Also mit ISIS meinst du ja IS? In IS, genau. Aber also von der Geschichte her, wie ich es gelernt habe, ist es doch ein bisschen anders gewesen. Also die Al-Qaida ist ja von den Amerikanern gegründet worden. Daraus ist ja dann der IS resultiert, wo die Amerikaner auch ihre Finger drin im Spiel hatten. Und dann hatten Al-Qaida und der IS einige Probleme miteinander und haben sich gegenseitig bekriegt. Aber da hat doch jetzt, so wie ich das verstanden habe, eigentlich die Hamas doch nichts mit dem IS oder mit der Al-Qaida zu tun. Also. Ich räume endgültig mit dem Mythos auf, dass die Amerikaner oder die Juden, den Juden wird vorgeworfen, den Israelis wird vorgeworfen, sie hätten die Hamas ins Leben gerufen. Und den Amerikanern wird vorgeworfen, sie hätten Al-Qaida ins Leben gerufen. Ja, das haben sie doch auch. Haben sie nicht. Und ich sage jetzt auch, was sie getan haben. Sie haben vorhandene islamische Widerstandsgruppen genutzt, um andere politische Systeme zu schwächen. Die Al-Qaida wurde von den Amerikanern nicht gegründet, sondern unterstützt. Und die Unterstützung sollte dahin gehen, dass Assad in Syrien durch die Al-Qaida geschwächt werden sollte. Das war der Grund, warum sie unterstützt haben. Die Al-Qaida hat es schon gegeben. Die islamischen Widerstandsbewegungen hat es gegeben. Was die Amerikaner gemacht haben, sie haben diese Bewegung stimuliert, indem sie ihnen Geld und Waffen gegeben haben, damit sie zum Beispiel das Assad-Regime stürzen können. Die Israelis haben selbst eine gewisse Zeit lang die Hamas unterstützt, damit die PLO, die Fatah-Bewegung, geschwächt werden kann. Aber dann wurden diese Bewegungen ein Selbstläufer.
Und dann haben die Amerikaner die komplette Kontrolle über diese Selbstläufer verloren. Die Russen haben zum Beispiel die Taliban unterstützt gegen den, die Amerikaner haben die Taliban unterstützt gegen den Einfluss der Sowjetunion in Afghanistan. Und sie haben gesagt, okay, in Afghanistan, in Kabul sitzt ein Marionette der Sowjetunion, nämlich damals war es der afghanische Präsident Najibullah. Und der ist im Zuge der Unterstützung für die Taliban auch von den Taliban gestürzt worden. Und dadurch konnten die Amerikaner den Einfluss der Sowjetunion, auf dem Hindukusch, also Afghanistan, Pakistan, Indien und so weiter, auf Hinterasien ausbremsen. Deswegen haben sie damals auch die Taliban unterstützt, unter der Führung von Hekmetyar, einem afghanischen Mujahideen-Freiheitskämpfer. Und der hat später gegen die Amerikaner gekämpft. Das ist der beste Beweis, dass es überhaupt nicht, dass die Amerikaner aus Selbstzweck natürlich Mujahideen-Gruppen unterstützen, aber dass denn diese Bewegungen irgendwann mal zum Selbstläufer geworden sind und dann hatten die Amerikaner keine Kontrolle mehr über diese Bewegung. Und dann haben sich diese Bewegungen auch schlussendlich dann auch gegen die Amerikaner selber gestellt. Ja, die Muslime haben es dankend entgegengenommen, dass da jemand kommt und die sogenannte Kofferdiplomatie betreibt. Hier bitteschön, hier sind die Koffer voller Geld, kauft euch davon, was ihr wollt. Ja, hier sind die Waffen, aber räumt uns unseren politischen Gegner im Nahen Osten aus dem Weg. Also es ging also quasi um eine Destabilisierung des Landes für die eigenen Interessen Regime Change, das war es, was sie wollten. Sie wollten zum Beispiel, sie wollten Saddam Hussein aus diesem Grund aus dem Weg haben. Deswegen haben sie die Dschihadi-Gruppen im Irak unterstützt, damit sie Saddam Hussein aus dem Weg räumen. Weil das ist ja mit der, die, was bekannt unter der Irak-Lüge ist, dass da ja Massenvernichtungswaffen gewesen sind, wo man ja dann. Die Irak, das ist was anderes. Aber sie haben zum Beispiel Dschihadi-Gruppen im Irak unterstützt, weil die Dschihadi-Gruppen Saddam Hussein für seine anti-islamische Attitüden gehasst haben. Und deswegen hat die USA das erkannt, sie hat ihre Analysen gemacht, gesagt, gut, wir nehmen uns die Al-Qaida für Irak oder helfen den Muslimen, den Islamischen Staat für Irak und Syrien aufzubauen oder geben ihnen diesen Namen und erlauben ihnen auch, sich militärisch durch unsere Hilfe zu bereichern. Und dann sollen sie den Saddam Hussein stürzen und in Syrien genau das Gleiche. Dann sollen sie auch in Syrien einen unserer politischen Gegner im Nahen Osten stürzen, der immerhin zu dieser Achse des Bösen gehört. Ja, also Syrien, Iran und was war das dritte nochmal? Und Libanon. Und deswegen wollte man diese Achse des Bösen ausschalten. Und deswegen hat man oppositionelle Gruppen in Syrien und Irak unterstützt. Und das konnte man nur machen mit Gruppen, die auch diesen Willen gehabt haben, die politische Lage umzuprogrammieren. Und das waren nur die Dschihadi-Gruppen, das waren die islamischen Gruppen, die terroristischen Gruppen im Nahen Osten. Und deswegen haben die Amerikaner auf sie gebaut und haben gehofft, dass die sich irgendwann mal auflösen oder dass das ein ziviler Charakter irgendwann wird und dass sie ihre Waffen niederlegen und dass man mit ihnen Geschäfte wieder machen kann und dass man sie zähmen kann. Aber das ging nicht. Es war nicht möglich. Ja, das ist so, da hast du jetzt schon ungefähr die Hälfte. Die Amerikaner wollten auch mit Saddam Hussein Geschäfte machen, wo es um Ressourcen ging. Der hat es aber auch abgelehnt. Und das hat den Amerikanern überhaupt nicht gefallen, zurückgewiesen zu werden. Und so war es natürlich an deren Ziel, Saddam Hussein zu stürzen. Und das hat man ja schon öfter gesehen, dass die Amerikaner dann in andere Länder einmarschieren und dann sogenannte Marionettenregierungen aufstellen, die dann quasi im Interesse des amerikanischen Kapitalismus dann agieren. Ja, dass die Amerikaner natürlich aus geostrategischem Interesse heraus diverse Bündnisse suchen und fremde Länder beeinflussen, das ist nicht ungewöhnlich. Immer dann, wenn eine Großmacht auch den politischen Einfluss aufbauen kann, dann tut sie das. Das wird jedes Land tun, das einen gewissen politischen Einfluss hat. Das hat Putin getan, also Russland, das tut China. Jeder, der eine Großmacht ist, der mischt sich in die Angelegenheiten anderer Staaten ein und verschiebt die Interessen so, dass sie am Ende günstig für sie selber stehen.
Und das ist ganz normal. Wir wundern uns immer nur und sagen, oh, die amerikanischen Imperialisten. Was ist denn mit den russischen Imperialisten oder mit den chinesischen Imperialisten? Was ist denn mit den saudischen Imperialisten, die überall ihre Krakenhände ausstrecken und überall Kontrolle im Nahen Osten haben, indem sie nämlich auch die islamischen Dschihadi-Gruppen unterstützen mit sehr, sehr, sehr viel Geld und Logistik. Das ist ein normaler Vorgang. Wir sollten uns nicht so sehr davon überrascht sehen, dass es so etwas gibt. Ganz einfach. Das ist nicht überraschend, weil wir nämlich da auch mitspielen, beispielsweise in Afrika. Mhm. Zumindest wir Deutschen jetzt oder generell der westliche Imperialismus spielt auch in Afrika mit. Selbstverständlich, selbstverständlich. Aber es gibt auch einen afrikanischen Imperialismus. Schau dir mal an, wie die afrikanischen Staaten dort aufeinander losgehen und wie sie sich gegenseitig Territorium wegnehmen. Ja, die führen da indigene Kriege, das stimmt. Ja, wenn es einen afrikanischen Staat geben würde, der als geostrategischer Player mitmischen würde, dann würde Afrika auch seine Fühler in den Nahen Osten mehr Kraft und mehr Macht bekommen. Das ist die natürliche Konsequenz aus Macht besitzen. Ich sehe kein Problem damit. Ja, so haben die Völker sich untereinander ausgetauscht. Der Stärkere gewinnt. Das Darwin'sche Prinzip. Ja, und ich kann die Amerikaner nicht dafür anprangern, dass sie die Macht haben, andere Länder zu besetzen. Und Kolonialismus ist nicht etwas typisch Westliches. Kolonialismus gibt es auf der ganzen Welt. Indianer haben andere Indianerstämme vertrieben und verjagt. Afrikaner haben andere Afrikaner versklavt und haben deren Region eingenommen. Es gab auf der ganzen Welt gab es Völkervertreibung und Imperialismus. Es gab Kolonialismus. Kolonialismus ist nichts typisch Weißes. Es ist etwas sehr typisch Menschliches aus der Menschheitsgeschichte heraus. Entstehendes Phänomen und nichts anderes. Sklaverei gibt es schon seit Anbeginn der Menschheit. Aber wir Westler waren halt in Afrika mit unserem Kolonialismus schon sehr radikal. Also wenn man zum Beispiel Waren sie nicht, mein Lieber. Du, bitte schau dir mal die Geschichte der Sklaverei an. Die war relativ kurz. In einem etwaigen Zeitraum von 250 Jahren war der Westen in organisierter Sklaverei verwickelt. Die islamische Sklaverei läuft seit 1400 Jahren auf Hochtouren. Und es war der Westen, der schlussendlich so selbstkritisch genug war, dass er die eigene Sklaverei, die eigenen Fehler ihrer Geschichte wieder korrigiert haben. Die Briten haben alles daran gesetzt, sie haben einen Erlass verabschiedet, damals in den 1890er, und haben den Verbot der Sklaverei verkündet. Die Amerikaner sind mit sich selbst in den Krieg gezogen, um die Sklaverei wieder zu beenden. Das war ein sehr kurzer Abschnitt. Es war ein sehr kurzer Abschnitt in der amerikanischen Geschichte, wo es Sklaverei gegeben hat. Und dann haben die Amerikaner die Sklaverei beendet, indem die Nordstaaten die Südstaaten dazu zwingen wollten, die Sklaverei aufzuheben. Es sind 100.000 Amerikaner gestorben in diesem Krieg. Aber die muslimische Sklaverei wurde nie aufgearbeitet. Ich sage dir, das dunkelste Kapitel des Islam ist die Tatsache, dass ohne die der Hilfe der Muslime es keine transatlantische Sklaverei in die neue Welt gegeben hätte. Das ist es, was die Wahrheit ist. Ohne Muslime hätten die Briten, die Portugiesen, Spanier und die Holländer und die Neuamerikaner nie so viele schwarze Menschen aus Zentralafrika in die neue Welt bringen können. Das ist ein sehr dunkles Kapitel, aber Thomas Sowell zum Beispiel ist ein schwarzer Historiker in der USA. Der kann ein Lied davon singen. Ja, der hat die Geschichte aufgearbeitet. Und da kannst du dir das mal anhören, wie groß der Einfluss der islamischen Sklaverei war. Im Kontext der sogenannten Sklaverei aus Europa. Weil ich persönlich kenne jetzt mich eher so in Richtung des westlichen Kolonialismus eher aus. Und da kenne ich natürlich auch so ein paar Figuren, ein paar Namen, die auch wirklich da extrem in Afrika gewütet haben. Gut, dann geh mal auf die UNO-Webseite und gib den Schlagwort Slavery ein. Dann wirst du sehen, dass ungefähr 200 Millionen Menschen heute noch versklavt werden.
Und du wirst sehen, dass die Regionen, in denen überwiegend Menschen versklavt werden, heute immer noch Afrika ist. Schwarze, die, wo die UNO jedes Jahr mit Koffer voller Geld zu den muslimischen Sklavenjäger geht, die Tausende von Schwarzen gefangen genommen haben, denen Geld gibt, die Schwarzen da freikauft und sie wieder zurück zu ihren Stämmen und Völkern schickt. Die aktuellste Sklaverei findet tatsächlich auf der arabischen Halbinsel noch heute statt, also nicht auf der arabischen Halbinsel, sondern bei den, auf den, in den Golfstaaten und in Afrika. Der Westen war nur so ehrlich, um seine Geschichte aufzuarbeiten. Deswegen wissen so viele nur über den westlichen Kolonialismus Bescheid oder über den westlichen Sklavenhandel Bescheid. Aber wie gut weißt du Bescheid über den islamischen Sklavenhandel oder über den schwarzen Sklavenhandel? Schwarze, die Schwarze versklavt haben. Was wissen die Westler überhaupt darüber, über die schwarzen Sklavenbesitzer in der USA? Schwarze, die Schwarze versklavt haben und sich für sich arbeiten ließen und tatsächlich Feudalherren waren. Die waren wirklich reich geworden durch die Versklavung ihrer eigenen Brüder. Das ist der Unterschied. Wenn man kritisch an dieses Phänomen herangeht, dann stellt man fest, dass der Westen ja eine relativ kurze Zeitspanne an dieser kommerziellen Sklavereihandel beteiligt war, aber der Westen das sehr schnell als unmoralisch betrachtet hat, während der Sklavenhandel im Rest der Welt eben nicht als unmoralisch betrachtet wurde. Das ist die Realität. Ja, und da rate ich dir einfach nur, lest dich durch. Islamische Sklaverei. Das ist ein Skandal, was du da liest. Ja, kann zwar sein. Da muss ich aber trotzdem mal so ein bisschen zwischengrätschen. Ja. Das kann schon sein. Also ich will jetzt natürlich nichts Falsches sagen, aber auch wenn wir Wester vielleicht nach deiner Aussage jetzt nicht unbedingt lange im Geschäft waren, waren wir doch äußerst brutal. Also zumindest, wir haben wirklich sehr viele Menschen da getötet. Keine Frage. Aber es gibt mittlerweile auch schwarze Historiker in der USA, die sagen, dass der Sklavenhandel zum Beispiel nicht rassistisch motiviert war, sondern es war ein Wirtschaftszweig. Ja. Und es war nicht vorrangig Weiße gegen Schwarze, sondern es war Business mit Schwarzen. Das kann man auch als eine Form von, natürlich von Abwertung von schwarzen Menschen betrachtet. Aber das vorrangigste Motiv war nicht Rassismus. Nein, es geht hier um Geld, um Kapitalismus. Ja, genau. Genau, es ging den Weißen nur um Kapitalismus. Wie kriegen wir möglichst billige Arbeitskräfte, um die neue Welt, den Motor der neuen Welt anzuschmeißen? So, warte mal eine Sekunde mal. Ich will mal ganz kurz sehen. Jemand hatte mich als Rassist bezeichnet. Ja, ich kann es leider, okay, ich habe die Einladung geschickt. Und dann kann derjenige ja mal gerne kommen und kann mir sagen, warum ich rassistisch bin, wenn ich Fakten anspreche. Ja. Aber natürlich, wir sprechen natürlich jetzt über teilweise über was in der Vergangenheit passiert ist. Aber tatsächlich ist es ein Fakt, dass Sklaverei tatsächlich wieder am Kommen ist und es wieder ein sehr boomender Markt ist auf der Welt. Wie ich schon gesagt habe, laut der UN gibt es augenblicklich 200 Millionen unfreie Menschen. Und wenn du dir die anschaust, in welchem Teil der Welt hauptsächlich noch Menschen versklavt werden, dann wirst du sehen, dass es ausgerechnet in Afrika ist. Ausgerechnet in der arabischen Welt. Als Libyen und Jemen zusammengebrochen ist und viele Afrikaner von Zentralafrika über Libyen und Jemen übers Mittelmeer nach Europa gehen wollten, da wurden sie dann abgefangen von den Muslimen dort und wurden dann versklavt. Ja, und wurden dann an die Saudis verkauft als billige Arbeitskräfte. Das war mal eine richtig große Nummer vor ein paar Jahren. Ja, so vor 5 bis 8 Jahren. Und die Sklaverei, so wie wir sie heute kennen, die gibt es, die wir wie früher kennen, die gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt eine Sklaverei,
die von Muslimen ausgeht, gegen ihre schwarzen Brüder. Schwarze Muslime, die ihre schwarzen, nicht-muslimischen Brüder versklaven. Ja, und das habe ich mir alles angeguckt. Ich habe mir die Statistiken angesehen. Ich habe mir die Dokumentation der UNO angesehen, was für Bemühungen. Es, auf YouTube siehst du viele Videos, wie die Menschen mit von der UN mit Koffer voller Geld nach Afrika fahren und dort Tausende von Menschen auslösen, wo das Geld in der Wüste gezählt wird und dann werden Tausende von Menschen übergeben. Und dann setzt sich die UNO dahin, baut ein Containerdorf und fragt die Leute, von woher kommt ihr? Und dann werden die alle dahin gebracht, von wo sie gestohlen worden sind oder entführt worden sind. Sklaverei in der westlichen Welt ist tot, ist weg, ist vorbei. Aber sie existiert immer noch in einigen Teilen, die wir als Afrika bezeichnen oder als die islamische Welt. Ja? Ja, deswegen kritisieren alle so sehr den westlichen Sklavenhandel und den westlichen Kolonialismus und den westlichen Imperialismus, weil sie den islamischen Imperialismus, den chinesischen Imperialismus, den russischen Imperialismus und den Imperialismus anderer Völker immer schön ausblenden. Ja, das Märchen, dass die Indianer ein friedliebendes Volk gewesen ist, das mit ihrer Umwelt im Reinen war. Die waren die größten Umweltverschmutzer. Die haben Tierarten ausgelöscht. Sie haben selber dafür gesorgt, dass manche Tierarten verschwunden sind. Sie haben andere Indianerstämme haben sie bedroht und dann versklavt. Sie haben manchmal sogar den Amerikaner gesagt. Sie haben gesagt, hey, wir arbeiten mit euch zusammen, aber das ist hier ein Feindesstamm und mit diesem Feindesstamm, wenn ihr uns helft, dass wir diesen Stamm vernichten, dann könnt ihr das Gebiet nehmen. Hauptsache, wir haben diesen Stamm da vom Hals und können unser Siedlungsgebiet ein bisschen ausdehnen. Sie haben paktiert mit den Amerikanern teilweise. Es war nicht so alles so nur auf den Westen bezogen. Der Westen ist das absolut Böse und es gab nur den westlichen und den weißen Kolonialismus, aber keinen anderen, keine andere Form des Kolonialismus. Ja, nein und jein. Also du hast in einem Punkt hattest du recht, in ein paar Punkten, ein paar anderen bist du aber leider auch ein bisschen falsch. Die Indianer sind ja das indigene Volk da gewesen. Und die Amerikaner haben die ja teilweise vertrieben und haben die ja dann quasi abgemetzelt. Also die Indianer haben ja mehr so im Einklang mit der Natur gelebt. Während teilweise dann die Amerikaner dann teilweise auch dann ganz viele Büffel auf einmal abgeschossen haben oder über deren Verhältnismäßigkeit getötet haben. Aber natürlich stimmt es auch mit dem Punkt, dass es Probleme unter den indigenen Völkern gab und dass auch manche mit den Amerikanern dann zusammengearbeitet haben, um andere Stämme zu vertreiben. Das gab es natürlich auch. Guck mal, als die ersten Siedlungen auf dem neuen Kontinent stattgefunden haben, wie viel gehörte davon den Indianern? Wie viel? Wie viel von dem gesamten US-Gebiet gehörten den Indianern? Weißt du was? Ich würde jetzt mal schätzen, so knapp 80-90% wahrscheinlich. Nein. Nein. Sie lebten in glitzekleinen Siedlungsgebieten, das war ihr Territorium und dort sind sie auch nicht rausgegangen. Der Rest dieses Kontinents, was heute die USA ist, war völlig unbesiedelt. Unerschlossen, ja. Besiedlung war eines der ersten Urinstinkte von Menschen. Seit Anbeginn der Menschheit sind Menschen gesiedelt, umgesiedelt, weggegangen, um sich neue Siedlungsgebiete zu erschließen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen aus Europa kommen und sagen, hey, wir haben durch Christoph Kolumbus von einer neuen Welt gehört, da ist es wunderschön, da können wir vielleicht auch nicht nur wieder einen neuen Staat für unser Leben erreichen, sondern wir können zum Beispiel auch vor religiösen Repressalien entfliehen. Das war ja der Grund. Deswegen waren ja die ersten, die in die USA gewandert sind, ja auch die Pilger. Ja, das waren Leute, die einfach der falschen christlichen Bewegung angehört haben und in Europa verfolgt worden sind. Und die sind dann schlussendlich in die neue Welt gegangen. Den Indianern gehörte nicht die ganze USA. Das ist totaler Quatsch. Ja, das gehörte ihnen nicht. Es gab ein gigantisches Siedlungsgebiet, das nicht besiedelt war. Und deswegen sehe ich kein Problem damit, dass die Amerikaner, dass die Menschen, die Briten kommen, zum Beispiel, die Holländer, und
dann Gebiete besiedeln, die niemand sonst vorher besiedelt hat. Ja, sie sind auch in Gebiete gekommen, in denen Indianer gelebt haben. Selbstverständlich. Ja, aber die Tatsache, dass Besiedlung stattgefunden hat, ist ein historischer Fakt für die meisten der Völker. Ja, wir alle wurden, unsere Regionen wurden besiedelt durch Völker. Was glaubst du, wie viele Völker durch Deutschland gewandert sind? Ja, wie viele Völker sich niedergelassen haben hier, die jetzt zu den Deutschen gehören? Im Laufe der Zeit, also mit dem Anfang der Geschichte, es sind viele Völker gewesen. Okay. Also Deutschland war ja schon, also es ist ja nicht in der ganzen Geschichte immer Deutschland, aber Deutschland war ja schon immer quasi ein Einwanderungsland, was auch mit vielen Kulturen an sich zu tun hatte. Okay. Schlussendlich will ich dir damit sagen, Landraub ist so alt, wie es Menschen gibt. Im Falle von Israel und Palästina gibt es keinen Landraub. Sie haben sich Land genommen, zu dem sie eine alte historische Beziehung haben. Das stimmt so. Ja, das ist die Wirklichkeit, wenn man sich mit beiden Seiten auseinandersetzt. Auch wenn die Indianer Nativvölker waren, wenn es indigene Völker waren. Das ändert nichts an der Tatsache, dass nicht alles ihnen gehört hat. Wie sollten so ein paar Indianerstämme, also so ein riesiges Territorium in der Größe Europas überhaupt als Siedlungsgebiet verwalten können? Das geht doch gar nicht. Ja. Die USA ist Westeuropa. Die Indianer haben nicht das ganze Land dort besiedelt. Es gab Regionen, da hat kein Mensch je einen Fuß hingesetzt. Ja, und wenn man sich die Chronisten anschaut, die ersten Landeexpeditionen, die da angekommen sind, die haben nie einen Menschen getroffen, bis sie in Regionen gekommen sind, in denen dann zum Beispiel die Indianer gelebt haben. Dann sind sie plötzlich auf Leben gestoßen, aber die neue Welt war sehr in großen Teilen unbesiedelt. Da gab es keine Indianer. Ja, das stimmt natürlich. Am Anfang waren die Verhältnisse natürlich auch neutral, aber natürlich sind mit der Zeit auch immer mehr Menschen übergesiedelt, bis man zu dem Punkt irgendwann gekommen ist, dass man in einigen Staaten dann auch Gold gefunden hat. Und ab da ging es natürlich dann auch für die Indianer teilweise dann bergab. Ja, aber schau mal, es gibt zum Beispiel, wenn du dich ein bisschen mit der Geschichte der Indianer auseinandersetzt, die Arapeo-Indianer, die hatten eine große Feindschaft mit den Cheyenne. Und es gibt historische Beweise dafür, dass sie noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts immer noch Sklaven genommen haben aus dem Volk der Cheyenne. Und da gibt es ganz interessante Überlieferungen von führenden Köpfen innerhalb der Cheyenne, die zum Beispiel eine Frau, die dort so etwas wie eine Stammesführungsrolle hatte. Und sie ist in die Geschichte eingegangen als jemand, die so schrecklich vergewaltigt worden ist, ja, dass im Grunde genommen die Geschichtschronik darüber sogar geschrieben hat. Ja, ich müsste mal überlegen, ich arbeite immer sehr gerne mit Daten. Also ich rufe lieber meine Datenbank auf und dann lese ich das vor und dann zeige ich das und dann zeige ich die Quelle und dann kann man sich das mal sehen, was das bedeutet. Damit ich es auch mit Hand und Fuß belegen kann, was ich da sage. Ja, also es ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, überall auf der Welt gibt es halt Völker, indigene Völker, die sich untereinander nicht verstehen. Das ist wie in Afrika, in Ruanda mit den Hutu und den Tutsi beispielsweise. Die hatten ja auch ziemliche Probleme miteinander, vor allem 1994, als es da bei denen richtig rund ging. Das ist es, ja. Eine Sekunde. Das ist genau... Ja, Ruanda, Hutsis und Tutsis, die schlachten sich gegenseitig ab und haben sich gegenseitig auch, nehmen sie sich Land weg. Und das ist richtig übel. Es ging in die Geschichte ein als der ruandanische Völkermord.
Richtig. Das kennen die meisten unter dem Begriff. Oder der Genozid von Ruanda. Richtig, ganz genau. Ganz genau. Der ist ziemlich gut dokumentiert. Ja, ich würde jetzt langsam so meinen Livestream runterfahren. Es sind auch sehr viele Leute rausgegangen. Wir waren teilweise 1200 auf dem höchsten Zenit meiner Auseinandersetzung. Und das war ziemlich cool. Und vielen Dank auch für die Leute, die mich hier unterstützt haben, die so nett waren, ja, mir hier, Sekunde, ja, die so freundlich waren und mich unterstützt haben. Ich bedanke mich bei all den Leuten, die jetzt hier so eisern. Vielen Dank, Chelibi. Vielen Dank, Rosi. Alle, die so eisern hier die paar Stunden mitgehalten haben. Aber ich muss auch meine Moderatoren langsam entlassen. Die Armen sitzen immer so viele Stunden hier. Gestern schon 6 Stunden, heute wieder genau die gleiche Zeit. Es wird Zeit, dass ich die Jungs entlasse und die Mädels. Und ja, und würde tatsächlich sagen, oh, ich sehe gerade, ich habe eine Restriction-Meldung. Live-Visitor, ah, okay. Also mir wurde sozusagen meine Live-Visibility restricted. Ja, interessant. Also man findet mein Live nicht so leicht wie ohne diese Restriktion. Das bedeutet also, die Muslime haben mich wieder massenhaft gemeldet und haben sich darüber beschwert, dass ich hier zu Israel stehe. Ja, das ist also unglaublich, was für verrückte Menschen da draußen existieren. Ja, und gut. Damit muss man leben. Also ich weiß, dass meine Überlebenschancen auf dieser Plattform recht minimal sind, auch wenn ich versuche, so sachlich und so faktenbasiert zu argumentieren. Aber was nicht geht, das geht nicht. Gut, muss man mit leben. Naja, also ja, bitte. Stimmt natürlich. Wir leben hier natürlich in einer Demokratie. Es gibt natürlich, jeder Mensch hat seine eigene Perspektive, unterschiedliche Meinungen. Und mal trifft man halt Menschen, die mit einem einer Meinung sind, mal die eben nicht einer Meinung sind und halt eben Menschen, die ein bisschen radikaler unterwegs sind. Es ist halt so an einer Demokratie. So sieht's aus. Sieht's aus. Wobei es bei Muslimen sehr viele radikale Menschen gibt, die offenbar nichts mit unserem Wertesystem anfangen können. Und deswegen so konträr dagegen stehen. Ist okay. Das kann ich nicht beurteilen. Na, ich schon. Ich war ja Muslim und ich kenne meine Pappenheimer und ich kann dir sagen, die praktizierenden Muslime sind alle sehr fanatisch und sehr anti-westlich. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Sinnlos, dass du da warst. Ich nehme dich jetzt mal raus. Ja, kein Problem. Mach's gut. Dass du da warst. Vielleicht das nächste Mal wieder, mein Freund. Ja, danke dir. Okay. Bis dann. Ciao. Ja, also nochmal vielen Dank, Sinnlos, für die freundliche Unterhaltung. Überwiegend haben sich die Leute alle hier ziemlich gut verhalten. Ja, es ist nett, dass ihr wollt, dass ich bleibe, liebe Freunde, aber es wird jetzt auch langsam Zeit, dass ich jetzt aufhöre. 144 ist auch nicht mehr wirklich viel. Wenn jetzt das so 360 noch drin gewesen wäre, wäre es echt eine coole Sache gewesen. Dann wäre es auch okay gewesen. Aber vielleicht komme ich am Sonntag wieder. Ja, morgen wieder TikTok? Na, glaube ich nicht. Vielleicht. Muss ich mal sehen. Vielleicht gehe ich in den Stream von Löwenherz und helfe da so ein bisschen mit. Aber jeden Tag auf TikTok, das tut auch der Seele nicht gut. Ja, also vielen Dank. Aber da gibt es so viel Bodensatz, den man am liebsten aus dem Weg gehen möchte. Außerdem, morgen gibt es auch noch mal in Köln die Mahnwache. Geht auf EWO Live. Dort könnt ihr euch die Mahnwache von Michael Stürzenberger angucken und Stefanie Kizina. Ja, Warnung vor den politisch organisierten islamischen Strukturen. Ja, eine Warnung an die Bevölkerung, was passiert, wenn die Massenmigration aus den islamischen Diktaturen weitergeht. Und ja, geht auf EWO Live 3 und seht mal zu, dass ihr den Stream liked, unterstützt, auch vielleicht meine PayPal-Spende hinterlasst bei der EWO und ja, und helft der BPE, ja. So, warte mal eine Sekunde, Kian, wie alt ist eigentlich die Critical Cat?
Sie hat mir ihr Alter genannt, aber ich weiß nicht, ob sie will, dass sie, sie ist relativ jung. Und aber ich weiß nicht, ob ich ihr Alter nennen sollte. Ja, das muss man Critical Cat fragen. Sie ist, sagen wir mal, sie ist unter 40. Okay? Und der Rest muss der Critical Cat selber fragen. Ja, also recht herzlichen Dank für Spenden, eure Likes und Klicks. Wir sind bei 131.000 angekommen. Das geht nur, wenn man permanent immer mit dem Finger auf dem Screen tippt. Ja, vielen Dank für deinen besonderen Einsatz. Genau, das Alter verrät man nicht. Mir hat sie es aber verraten. ja, und dann würde ich sagen, ich mache das immer bekannt auf meinem anderen Account und auch natürlich jetzt hier, wo ich sagen werde, Leute, ich gehe wieder live und dann hoffe ich, dass ich euch alle wieder sehen kann. Ihr habt ja gesehen, in kürzester Zeit waren 1200 Leute drin. Es hat sich auch gehalten über einen ziemlich langen Zeitraum. Und dann waren die Muslime beleidigt und haben dann wieder die Bällemuschis gespielt und haben lieber versucht, mich hier runterzudrücken vom Kanal. Und ich kriege immer noch die Nachricht restricted. Und das ist, ja, Appeal ist schon herausgeschickt worden, aber TikTok ist da gnadenlos. Also wenn man da über Religion spricht, Palästina, Israel, das wollen sie nicht. Ja, sie wollen, sie lassen die Muslime hier auf TikTok freien Lauf. Die können machen, was sie wollen hier. Die können Free Free Palestine schreien oder Juden ins Gas und so ein Mist. Aber es ist völlig in Ordnung für TikTok, dass sie Leute wie mich von der Plattform nehmen, obwohl ich nicht einmal Ausdrücke hier auf dieser Plattform benutze. Und ich versuche wirklich eine sachliche und konzentrierte Diskussion mit den Leuten zu führen. Das ist völlig absurd. Ja, dass ich so ständig sanktioniert werden muss, dass ich so sanktioniert werde, dass mir jemand gerade vor kurzem 5 Accounts aufgemacht hat. Ja, dass ich ständig neue Accounts machen muss. Das ist wirklich lächerlich. Aber ist egal. Freunde, ich danke den Moderatoren, dass sie dabei gewesen sind. Recht herzlichen Dank an alle, die eisern durchgehalten haben. Elli, die Steffi, die Leila und CC und Tommy. Ja, das ist ja... Das sind meine Moderatoren. Vielen Dank für alle, die jetzt wirklich eisern ein paar Stunden da gewesen sind. Ja, Avram und so weiter. Cassi, ja, wunderbar. Und ja, wie geht da? Grüß dich, mein Lieber. Die Vicky, ganz genau, die Vicky ist da. Ja, das sieht man ja alles erst. Die Rosi, ja, das sind ja immer ganz treue Zuhörer, wenn ich live gehe. Ja, und vielen Dank, Conan, vielen Dank. Und du auch, aber das war halt eben schwer, ja, 2. So, die gute Nacht, Kehr, mach weiter so, recht herzlichen Dank. Michaela, die ist auch öfters jetzt immer dabei, die Bodeninvasion hat begonnen. Ja, der Vegeta, dich habe ich auch vorhin gesehen, das stimmt, ja, ist mir auch aufgefallen. Die Steffi natürlich auch, die ist auch eine sehr treue. Ja, also ich danke für meine, ja, der User hier, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns bestimmt wieder irgendwann im Live. Ansonsten abonniert auch meinen YouTube-Kanal, ja, auf meinem Radar-Podcast. Jeden Donnerstag interessante, spannende Gäste. Vielen Dank, Elli, dankeschön, dir auch eine gute Nacht. Ja, Odin auf jeden Fall, ja, nur Odin und sonst niemand. Ja, und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Es war mir eine große Ehre, dass ihr heute da wart. Und ich verabschiede mich und sage gute Nacht, beste Freunde. Bye.